Ja, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer. Da sind wir wieder beim samstäglichen Verantwortungsbruch. Also wir reden viel den ganzen Tag mit unserem Umfeld, was weiß ich, beim Job oder sonst wie. Aber es kann ja sinnvoll sein, vielleicht dann auch einmal in der Woche eine Stunde über die Bedeutung von Verantwortung so im Allgemeinen zu sprechen. Nicht nur die Verantwortung für die Zimmerpflanze, den Hund, das Auto waschen und so weiter, sondern im allgemeinen Sinne, was bedeutet uns Verantwortung, die Verantwortung unseres Lebens so. Macht ihr natürlich eh alle, von daher ist das für euch nichts Ungewöhnliches und ihr habt hier nur eine Stunde mehr zu den 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wo ihr hauptsächlich an Verantwortung denkt. Trotzdem freut man sich ja dann immer wieder, wenn man die Gelegenheit hat und insofern leite ich damit über heute. Ich denke, wir machen das dann wieder in unserer Reihenfolge, so 2 Minuten. Wenn es länger dauert, kann auch länger geredet werden, wenn es die anderen nicht stört, also wir sind da recht locker. Und dann reichen wir so von einem zum anderen der Anwesenden weiter. Und dann würde ich sagen, fängt als erstes der Dylan an, danach bin ich und dann kommt der Luis. Alles klar, ich gebe weiter an Dylan. Ja, vielen Dank. Ich fange erstmal damit an, erstmal mit so ein paar Sachen, die noch ganz interessant sind. Also noch einmal ganz klar sagen, Corona, die Schweinegrippe und die Vogelgrippe hätte es nie gegeben, wenn wir diese Kreuzung aus Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, und gemeinwohlorientierter Wirtschaftsordnung, GWO, der Next Scientist for Future, wenn das schon Realität gewesen wäre, hätte es das nie gegeben. Weil nämlich dieses Geschäfte machen auf Kosten der Bevölkerung, den Leuten was verkaufen, unabhängig davon, ob es den Leuten wirklich damit besser geht oder nicht besser geht. Es wäre also gar nicht möglich gewesen, weil wenn man dann gemessen hätte, wie sich 80 Millionen Menschen das Wohlfühlen dieser 80 Millionen Menschen wäre jetzt garantiert in den letzten Jahren ja runtergegangen, ja, und die hätten sich schlechter gefühlt. Und wenn man dann hätte man wahrscheinlich festgestellt, dass auch die Sterbedaten, die ja mit eingerechnet werden bei der Wohlfühlstimme, ja, dass dann eigentlich im Vergleich zu vorher eigentlich nicht wesentlich mehr gestorben wurde, aber dafür das Wohlfühlen von 80 Millionen Menschen reduziert wurde, von denen ja wahrscheinlich dann nur 50 Millionen die Wohlfühlstimme abgeben würden. Wobei auch Jugendliche dürfen ja die Wohlfühlstimme dann abgeben, also wären es vielleicht doch 60 Millionen oder 55 Millionen. Und ja, also das nochmal als wichtiger Hinweis, also das Ganze, worüber sich die Leute aufregen, hätte es nie gegeben, wenn die GWÖ-GWO-Geschichte schon Realität wäre, weil sie das blockiert hätte. Weil damit kein Profit zu machen gewesen wäre, es wäre keine Beute möglich und die vorteilbringenden Irrtümer der Medizinindustrie wären sowieso schon längst durchschaut und abgebaut worden und dann hätten wir diese Probleme alle nicht. Und dann, ja, ein ganz wichtiger Gedanke noch, der neu ist, eine ganz neue Erkenntnis, auch so eben aus den Gesprächen heraus resultiert. Es gibt einen indirekten Beweis dafür, dass unser genetisches Erbe tatsächlich für den matriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus spricht. Es gibt einen indirekten Beweis dafür. Der berühmte Professor Albert Bandura hat doch auch so mit Erstaunen festgestellt, dass die Menschen offensichtlich einen regelrechten Nachahmungszwang oder einen Imitationszwang psychisch haben. Und wieso das? Und dann gab es auch im Fernsehen wurden die gezeigt, neuere Studien, die gezeigt haben, ja hoppla, Schimpansenkinder, die ahmen nicht nach, was Erwachsene tun, sondern probieren lieber selber aus.
Aber Menschenkinder und höchstwahrscheinlich auch Bonobo-Kinder ahmen alles eins zu eins nach, was Erwachsene tun. Und wie geht das? Na, ist ganz einfach. Die Schimpansen wachsen in einer, sind genetisch evoluiert in einem Sozialsystem, in dem es unheimlich viel Schädliches gibt, Grausamkeiten, Brutales, Gegeneinander, Nicht-Kooperatives gibt, ja? Und da ist es dann besser, keine genetische Prädisposition zu haben für blindes Nachahmen und Vertrauen gegenüber den Artgenossen, sondern die Schimpansenkinder probieren dann lieber selber aus, um zu erfahren, was wirklich Sache ist, im Gegensatz zu dem Lug und Trug, den es auch bei den Schimpansen gibt, die vielleicht das Falsche vormachen, um dem anderen vielleicht ein Bein zu stellen. Ja? Aber diese Vertrauensseligkeit, die unsere Kinder haben, dieses blinde Nachahmen und auch blinde Mitlaufen, leider auch blinde Hinterherlaufen, den natürlichen Autoritäten blind hinterherlaufen, ohne allzu viel nachzudenken, das verweist darauf hin, dass eben im pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus sozusagen es einfach keine schädigenden Handlungen gab, vor 400.000 Jahren. Dadurch passte sich die Genetik darauf an, dass eben absolute Vertrauensseligkeit sogar von Vorteil war, also die blinde Nachahmungstendenz von Vorteil war für alle Beteiligten, weil wenn jemand anders was vormachte oder tat, dann war das ja immer nützlich, sinnvoll, richtig und gut. Also war das Programm, blind zu vertrauen, natürlich sehr vorteilhaft. Und das macht aber Probleme, denn jetzt würde gern der ÖFF natürlich den Leuten gerne die innere Reife nahebringen, dass die sich weiterentwickeln und sich emanzipieren und selber nachdenken und so weiter. Aber viele Menschen sind eben so eher tendenziell leider doch Mitläufer und laufen sozusagen doch hinter der Masse her und imitieren die Masse und können selbst leider nicht richtig verantwortlich denken und tun sich schwer jedenfalls damit, mit dem Kohlbergschen, Lorenz Kohlbergschen Post-Conventional Level sozusagen das zu erreichen. Und deswegen haben wir ja auch die doppelte Doppelschienigkeit entwickelt, nämlich dass wir sagen, okay, einerseits arbeiten an dem Verantwortungsbewusstsein, an dem Erreichen des Post-Conventional Levels und auf der anderen Seite auch klare positive Anreize, die es auch den unreflektierteren Menschen erlauben, dennoch Gutes tun zu können und zu müssen, weil es einfach keine Belohnungen mehr gibt für schlechtes Tun. Ne? Wir entziehen das für das schlechte Tun einfach die Beute über die positiven Anreize. Ja, und dann sollte man bei Politik innerhalb von Parteien zum Beispiel, sollte es immer so gelten, dass man kein Mitspracherecht haben sollte, wenn es seine eigene Sparte betrifft, weil da ist die Gefahr dann immer am größten, dass man selber voll ist von vorteilbringenden Irrtümern seiner eigenen Sparte und die auch am leichtesten glaubt, weil man damit ja schließlich seine Kohle macht sozusagen und unmittelbar finanziell davon profitiert. Und deswegen sollte man dann, wenn dann nur Fachleute von einer Sparte hören, um die es gerade, zum Beispiel Gesundheitsreform und Gesundheitsspartler oder Ärzte, dann, wenn die Ärzte nur dann hören, wenn sie extrem kritisch gegenüber ihrer eigenen Sparte sind und gegenüber ihrem eigenen Gesundheitssystem sind und dann eben nicht nur in den eigenen Geldbeutel hineinreden. Also wer nämlich in der Partei ist und Mitglied einer Sparte ist und dort auch noch tätig ist, bei dem ist immer riesige Lobbyisten wider Willen Gefahr, dass der nämlich einfach nur Lobbyismus in der Partei dann betreibt. Ja, und ich erinnere nochmal an den Satz vom letzten Mal, an den Früchten sollt ihr sie erkennen und so weiter. Stiftung Warentestprinzip, positive Anreize.
Ja, jetzt da ist übrigens, ja, das sind zwei Fotos von mir jetzt, aber ich wollte noch eins zum Schluss zeigen, bevor ich an Öff-Öff gleich weitergebe. Nämlich, ich wollte noch zeigen, dass es ein neues Bild gibt. Na, wo ist es jetzt? Also hier sind die neuen Bilder. Ach so, für die Zuschauer noch mal zeigen hier, dass wir jetzt auch ein neues optisches Bild für den Volksentscheid Verfassung haben, nämlich so schöne, hübsche vier Kreise zum Ankreuzen oder um die Punktzahlen 0 bis 10 Widerstandspunkte einzutragen. Und oben drüber ist auch noch die Möglichkeit, ich möchte das bisherige an diesem Punkt beibehalten. Da kann man dann auch ankreuzen oder die entsprechenden Widerstandspunkte eintragen. Ja, und das ist optisch ganz schön. Das hat die Frau Mesli wieder gemacht. Und dann haben wir jetzt ein neues Bild, ein neues Schaubild. Und zwar jetzt endlich doch die Spirale der Spaten, also der große Kuchen, also einerseits zugleich ein Kuchen, von dem alle Spaten zu fressen neigen. Und dann aber hier kann man jetzt in der Spirale rundum könnte man eintragen, Sozialspaten, Gesundheitsspaten, Ernährungsspaten, Waffensparten, innere Sicherheit, Polizeisparten, Richtersparten und so weiter, könnte man jetzt in der Spirale Richtung Mitte, könnte man jetzt lauter Sparten, alle die arbeiten, eintragen und in der Mitte ist so ein kleiner Bereich, wo so zum Beispiel die Kinder drin sind, die ja noch keiner Sparte angehören und so weiter. Und die sind dann eben die reinen Opfer. Die anderen sind eigentlich, ohne dass es ihnen bewusst ist, Täter und Opfer, Opfer und Täter. Ohne dass es ihnen bewusst ist, den meisten fehlt die Selbsterkenntnis, dass sie Schäden anrichten. Das können die meisten, diese Selbsterkenntnis können die meisten nicht gewinnen. Das ist ja auch in Kommunen so wichtig, dass man immer wieder die Frage stellt, hatten wir gestern auch in dem Gespräch, dass immer die Frage ist, ja, wo haben die anderen vielleicht noch, wo bitte, liebe anderen Leute, habt ihr noch den Verdacht, dass in mir noch vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten oder gar meiner eigenen Sparte wirken könnten und so weiter, ja, denn die Masse der Bevölkerung, das Schlechte auf der Welt ist nur zu erklären, weil die Masse der Bevölkerung, ohne dass es ihr bewusst ist, vorteilbringende Irrtümer im Kopf hat und deswegen gewaltige Schäden anrichtet. Und die in der Mitte, die gar keiner Sparte angehören, das sind die, die dann auch Opfer aller Sparten werden, sozusagen. Während die Mitglieder einer Sparte natürlich auch geschädigt werden von allen anderen Sparten und deren vorteilbringenden Irrtümern. Und dieses endgültige, ich habe es ja mal früher Räuberspandenstaat genannt und ich glaube, der Öff-Öff hat mal das Wort mafiosiös oder mafiaartig irgendwann erwähnt. Das muss aufhören und deswegen brauchen wir die grundsätzliche Veränderung oder funktionierende, gute Kommunen. Und so weiter. Ja, und jetzt noch ein zum Schluss, der letzte Gedanke, was noch neu ist für uns auf der Homepage. Wir haben jetzt doch mal auch noch das, vor dem Satz Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt und dem Satz die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ist die einzige Chance der Menschheit, haben wir jetzt doch noch mal ein bisschen Zuckerbrot reingegeben, indem wir geschrieben haben. 700 € im Monat mehr je Arbeitnehmerin, viel mehr Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlfühlen und Wohlstand für alle. Das ist ja die Kurzformel, was das für den Staat bedeuten würde, wenn unsere Reformen, die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, die ist jetzt auch auf der Homepage wenigstens mal kurz erwähnt, obwohl es uns nicht liegt, uns so festzulegen. Ja, das war jetzt meine Begrüßung und mein Anfang, und jetzt ist Öff-Öff dran mit seiner Runde. Ja, danke schön, danke schön. Gleich einige spannende Sachen, die der Sinnende angesprochen hat, für die Frage, wie können wir umgehen mit der Verantwortung. Also ich glaube, es ist jedenfalls eine faszinierende Erkenntnis einerseits, dass wir Menschen
nicht einfach als Art oder genetisch festgelegt sind auf eine Variante nur. Damit meine ich einerseits, dass bei den Schimpansen offensichtlich da Unterschiede sind, wie weit blind der Gruppe gefolgt wird, ohne da kritisch anders zu denken oder auszuscheren. Und auf der anderen Seite dann doch, also bei den großen Schimpansen, da mehr dieses eigene Suchen ausgeprägt ist. Und ich glaube, dass dahinter ja auch die Entwicklung insgesamt steht. Der Mensch hat sich ja aus diesem instinktiven Blinden Mitfunktionieren gelöst. Und da steht sicherlich die Fortschrittserkenntnis hinter, dass wenn wir das individuelle Lernvermögen aufbringen können, dass es uns flexibler und anpassungsfähiger und auch lösungsfähiger macht, problemlösungsfähiger macht. Man nimmt ja auch an, die Intelligenz des Menschen hat sich dann entwickelt mit der technischen Lösungssuche auch für Probleme. Das heißt, es wird damals bestimmt einiges durcheinander gewirkt haben. Einerseits natürlich noch die Verhaftung in der alten Instinktbindung, in dem, was da auch soziale Gruppenbindungen und Gestaltung von sozialen Zusammenhängen ausgemacht hat. Dann auf der anderen Seite dieses, wir sind nicht mehr an diesen Reizreaktionsmechanismus gebunden und wir können dazu lernen. Und ich nehme an, dass das, weil es evolutionär ein Erfolgskonzept ist, sich dann schon immer stärker auch ausgeprägt hat. Oder jedenfalls diese Fähigkeit darin steckte, diese Attraktivität auch. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, wenn man aus dieser ganzheitlichen Instinktbindung rausfällt, dann haben natürlich diese Lebewesen auch große Unsicherheitsgefühle, wenn sie sich da auf neues Glatteis sozusagen wagen, also aus den festen Reizreaktionsmechanismen raus und ins Lernen und ins Denken dann. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass als eine Ersatzreaktion zum Instinkt, zu dieser Instinkteinbettung, dann die Gruppengefolgschaft oder die Tradition einen ungeheuren Stellenwert hatte in den Menschen, die anfingen, jetzt so aufs Lernen und Denken zu bauen. Und tatsächlich kann man ja feststellen, dass als großer kultureller Wert auch zum Beispiel jetzt große Religionen, ich denke an den Buddhismus, ihre Tradition über, ich glaube, Jahrhunderte durch erst mündliche Weitergabe, wo die mussten das ja dann wortwörtlich sich einprägen und genauso auch wiedererzählen können. Sonst wäre was ganz anderes rausgekommen. Wir kennen ja das Phänomen der stillen Post. Und dann auch des Abschreibens praktiziert haben. Also es gab da eine große Motivation offensichtlich und auch Fähigkeit der Menschen, Kulturbindung, Traditionsbindung zu erzeugen. Also dass nicht einfach jeder sich gedacht hat, ich erfinde jetzt das Rad halt neu. Und was ich natürlich am spannendsten finde, ist, auch unabhängig jetzt von Geschichtskenntnissen, dass man da eine gewisse Schizophrenie in der menschlichen Motivationsstruktur unmittelbar ja auch erleben kann. Das eine ist, dass, wie es uns die Entwicklungspsychologie lehrt, so gut wie kein Mensch das Post-Conventional Level aufbringt, kann man ja auch nachweisen. Also weil, wenn dazugehören würde, dass man sein Steuerruder nicht mehr an unverantwortliche Menschen abgeben darf, dann müssten ja alle, die das Post-Conventional Level leben, sofort aus dem Staat austreten. Also schon allein daran, an so einer 1x1 oder 2x4 Logik, kann man erkennen, also dass es da nicht viel gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man mit den Menschen spricht, zumindest diese Überzeugungskraft der Post-Conventional Level Logik faszinierend ist. Also obwohl sie alle ganz anders funktionieren, also überwiegend für ihre kleinen Bedürfnisse. Ja, also zweiter Teil dessen, was ich angefangen habe zu erklären. Wir sind nicht festgelegt, bei den Affen ist es so, dass sie entweder blind der Gruppenanpassung folgen oder eigenständig denken, ausscheren. Das ist auch in den Menschheitskulturen unterschiedlich ausgeprägt gewesen. Und es ist ja auch erklärbar, weil
der Instinkt hat uns zum Mitlaufen programmiert. Das eigenständige Lernen kam dazu und das wäre gar nicht dazu gekommen, wenn es kein Erfolgsrezept gewesen wäre. Das heißt, die Tatsache, dass wir dann nicht wie die Roboter, Knopf wird gedrückt, Reaktion ist festgelegt, sondern flexibel werden konnten und nach Anpassungsgründen oder Vorteilen unsere Reaktion auch verändern konnten. Das ist ja an sich ein tolles Erfolgsrezept. So erscheint es erstmal. Und trotzdem haben die Menschen natürlich dann auch sicherlich sich sehr verunsichert gefühlt, also die Instinktwesen, die aus dem Instinkt rausgehen, und haben wahrscheinlich dann auch dadurch eine starke innere Prägung so gehabt, dann folgen wir aber dem, was die Gruppe jetzt als Lernvorgang macht oder als Tradition herausbildet. Und in der Tat ist es ja auch so, dass der Mensch da ein ganz ungeheures Vermögen hatte, Traditionen so per mündlicher oder schriftlicher Kopiererei weiterzugeben, also sehr authentisch, sehr genau. Also sie waren schon gründlich in der Gruppenanpassung und Gruppentradition. Hohe Fähigkeiten, auch diesbezüglich beim Menschen. Was für mich aber am spannendsten ist, ist, dass die Schizophrenie, also dieses Hin- und Hergerissensein im Menschen zwischen blindem Mitlaufen und eigenständigem kritischen Denken, die ist unmittelbar zu erleben. Also man merkt es natürlich auch, wenn man in sich selber reinschaut, aber auch im Gespräch mit anderen Menschen dann. Also einerseits bestätigt sich natürlich immer wieder, was auch die Entwicklungspsychologie sagt, es gibt so gut wie keinen Menschen, der das Post-Conventional Level lebt. Der müsste ja auch, wenn er sieht, er darf sein Steuerruder nicht mehr an unverantwortliche Menschen abgeben, müsste sofort aus Staat und solchen Fremdbestimmungsstrukturen ausscheren. Also daran sieht man, gibt es kaum. Auf der anderen Seite, wenn man den Leuten diese Frage direkt vorlegt, ist es denn okay, blind mitzulaufen bei irgendwelchen Regeln, wo man ja dann auch zum Werkzeug für Unrecht werden kann? Oder müsste man das überprüfen, ne, ob es Unrecht ist oder nicht und wie es aussieht mit den Folgen, ob man dazu stehen kann, dafür Antwort geben kann? Da sagt keiner, nein, keiner sagt, dass das blinde Mitlaufen echte Verantwortlichkeit ist und dass man das so machen dürfte. Alle haben sozusagen dann eine Eigendynamik der Vernunft oder Vernunftseele, dass diese Vernunftseele sagt, nee, es müsste anders sein, es müsste kritisches Denken sein. Und diese unmittelbare Logik ist für mich ja immer ganz besonders wichtig, weil ich glaube, dass ein Mensch, der in sich so erwacht, wie das bei mir als Jugendlicher mit 13 Jahren auch war, der kann erstmal ja auch gar nicht anders, als so auf seine unmittelbare Erfahrungsgrundlage und sein eigenes Denken dann zu bauen, weil wenn er merkt, ich muss selber denken, ich darf nicht blind hinterherrennen, dann ist ihm ja sofort klar, das gilt auch für alles, was er nicht selbst erleben kann, sondern was ihm durch Autoritäten vermittelt werden muss. Das gilt auch für alle Wissenschaft, für alle Erzählungen darüber, wie war es bei den Schimpansen oder wie war es bei den frühen menschlichen Ethnien. Für alle diese Erkenntnisse, die ich dann nicht selber gewinnen kann, sondern Autoritäten vertrauen müsste, gilt in dem Moment, das scheidet erstmal aus. Weil ich muss aus mir heraus dann ja eine Werteorientierung finden, mit der ich Autoritäten beurteilen kann. Also sagen kann, okay, die und die Autorität ist vertrauenswürdig, der kann ich glauben oder der kann ich folgen. Das heißt, die wichtigste Orientierungsgrundlage für einen Post-Conventional-Level-Menschen, wenn er da als Jugendlicher vielleicht auch schon so wach wird, kann kein Autoritätswissen mehr sein, sondern muss dieses unmittelbare eigene Erleben, Erfahren und Nachdenken sein. Und dass er daraus, ich nenne das ja auch als neues Konzept von Wissenschaft, dass Wissenschaft, wenn sie da authentisch werden will, dann müsste sie einen Bereich zugestehen, nennen wir ihn mal individuelle Elementarwissenschaft, die genau diese Selbstorientierungsmaßstäbe sind und Wertemaßstäbe im Einzelnen erstmal als wissenschaftliches Forschungs- und Entwicklungsfeld sieht, aus dem jegliche andere auch wissenschaftliche Orientierung dann erstmal entstehen kann und dass der daraus weiterwachsen muss, also diese Fäden fortsetzen muss. Welche Autoritäten gibt es? Was sind Grundwerte? Wann kann ich anhand dieser Grundwerte Autoritäten als vertrauenswürdig und gefolgschaftsfähig einstufen und so weiter? Also diese individuelle Elementarwissenschaft wäre ein ganz neues Grundkonzept, um Wissenschaft wirklich orientierungsfähig zu machen, die ja im Moment sich da zur käuflichen Wissenswerkstatt degradiert hat. Also eine orientierungsfähige Wissenschaft braucht solche ganz anderen Wurzeln. Ja, also das ist total spannend, ne? Insofern, und wenn man das sieht, dann bleibt einem auch nichts anderes übrig, als zu sagen,
man muss einfach auf das Möglichste jetzt bauen, an Verantwortungsfähigkeit bei den Menschen. Denn ihre Intelligenz reicht auf jeden Fall ja, um Waffen und Werkzeuge herzustellen, womit sie den ganzen Planeten gefährden. Extinction Rebellion sagt den Menschen die Wahrheit, nämlich dass es ums Überleben geht. Und Gandhi hat schon gesagt, im Zeitalter der Atomwaffen oder Atomkraft ist es ja eine Schicksalsfrage der Menschheit, ob sie jetzt zur Besinnung kommen und sich für radikale Gewaltfreiheit und sowas entscheiden. Das heißt, man muss dann sowieso das Möglichste tun, um selber dieses Post-Conventional-Leben zu entwickeln und fortzuleben und es bei anderen anzuregen und auch in gemeinschaftlicher Form zu Modellen auszugestalten. Ja. Damit habe ich, was diese spannenden, super spannenden theoretischen Hintergründe angeht, erstmal da rund, sag ich mal, und kann konkret noch eben sagen, ich habe eben Tag aus, Tag ein damit zu tun. Einerseits eine ganz kreative Sache. Ich habe was gestern mit meiner Frau da so ein Interview auch gemacht, ist bei YouTube in meinem Kanal da hochgeladen. Heißt, glaube ich, auf Jürgen Wagner oder Jürgen Wagner, auf wie auch immer. Und da ging es eben auch um Argumentationsstrukturen, eine Analyse von Argumentationsstrukturen bezüglich Corona und Leben allgemein. Heißt so, warum wir lieber falsch denken. Und ja, da werde ich das noch zuschreiben, für die, die nicht viel Zeit haben, weil ich habe da natürlich ohne Konzept wieder gequatscht und dann wiederholt man manches und dreht es im Kreis. Und also ich habe vor, die Kurzthesenzusammenfassung auch noch in den Begleittext reinzumachen. Aber das sind eben so spannende Sachen, Dylan, du hast das auch schon angesprochen, also es ist unglaublich, was da jetzt auch in Verbindung mit der Corona-Krise an ja irreführenden Argumentationsmustern herrscht. Das ist das eine, wo was Kreatives war in meinem Leben, und das andere ist, ich arbeite im Moment an einer Stelle, also ich arbeite natürlich auch so, dass in Berlin da das Widerstandscamp gegen das Umkippen des Staates in Willkürdiktatur weitergeht, was die Querdenker angefangen haben, kann ich nicht oft genug sagen, ist eigentlich so das wichtigste Projekt von Ort und Sinn her. Aber ich bin hier in Hessen an einer Stelle, wo aus meiner Sicht, ja, also es ist echt die Frage, ob hier mal wirklich ein wahnsinniger Durchbruch passiert, den ich in 30 Jahren sonst nirgendwo anders gesehen oder gesehen habe oder selber herbeiführen konnte, nämlich dass eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, eine Genossenschaft, den inneren Kampf hat zwischen Willkürintrigen und offener Argumentekultur, freier Argumentekultur. Und erstmals in allem, was ich so miterlebe, könnte es sein, dass die freie Argumentekultur sich durchsetzen kann. Also ich stehe da mit staunenden Augen und offenem Munde davor, dass zum Beispiel, wohlgemerkt, nicht von mir ausgehend, andere, die jetzt mit da die Steuerruder übernommen haben, sagen, ab jetzt ist bei uns das Mitmachen im Forum absolute Pflicht, weil wir hier diesen Durchblick brauchen und dieses geordnete gemeinsame Kommunizieren, um hier so eine Klarheit, eine nötige Klarheit da reinbekommen zu können, der Argumentation. Also der absolute Wahnsinn, ne? Also das habe ich bisher bei den engsten Mitarbeitern in Schenker-Bewegung, die ich ja vor 30 Jahren gründete, noch nicht, dass die bereit sind, so auf diese höchste Form der geordneten Kommunikation sich so einzulassen, wie es da in dieser Genossenschaft quasi im Hauruck-Verfahren zur allgemeinen Pflicht erhoben werden soll. Okay, also ihr seht, da bin ich an diesen Dingen mit am werkeln, also das sind total spannende Baustellen. Und irgendwie müssen wir da vorankommen, wenn wir diesen Heilungsweg noch bahnen wollen durch Argumentekultur, Verantwortungsreife im Sinne des Post-Conventional Levels und so weiter. Okay, damit habe ich jetzt genug gequatscht und gebe an den Louis weiter. Dankeschön. Also zum Letzten, ich würde hoffen, dass du ganz genau meinst, Öffi, dass nicht bei allen Beteiligten der Schenker-Bewegung diese Bereitschaft da ist. Bei mir war sie zumindest da, bis ich seit ein paar Wochen keinen Bock mehr habe, meinen Computer einzuschalten eigentlich. Ansonsten fände ich Forum-Diskussionen an sich sehr spannend und habe auch mein Bestes versucht. Aber du warst so eingebunden in wichtigere Themen, dass Themen zwischen uns nicht immer Zeit fanden bei dir, aber ich bleib gespannt. Oder du hast mittlerweile geschrieben und ich habe es internetfastenbedingt nicht mitgekriegt. Gerne mir Bescheid sagen in dem Fall. Dann wollte ich dich bitten, Dylan,
Du hast am Anfang gesagt, also falls wir jetzt neue Zuhörer haben, ich nehme an, die sind eh nicht mehr dabei, falls ihnen deine Äußerungen übel aufgestoßen sind, aber vielleicht für die Zukunft und vielleicht auch für die Überraschenden, die dennoch dabei sind, obwohl sie allergisch waren auf deine Äußerungen von wegen Corona und Vogelgrippe oder Schweinegrippe oder irgendwie sowas. Also könntest du vielleicht in ein paar Sätzen kurz zusammenfassen, was du damit genau meinst und vielleicht auch, warum für jeden Bürger 700 Euro mehr drin wären. Also ich bin ziemlich sicher, ich weiß, was du meinst, aber jemand Neues vielleicht nicht. Und bezüglich Schizophrenie, also hin und her mit Erkenntnis von Verantwortung, aber Unfähigkeit oder Unwilligkeit im Alltag das auszuleben. Also ich bin ja jetzt seit über einem Jahr auf so einem Bauernhof, morgenheut.wordpress.com, wie morgen und heute, von der Schenkerbewegung ein Projekt. Und da waren wir mal 4 Leute und seit September bin ich alleine. Und da habe ich unterschiedliche Phasen von Begeisterung und Sinnhaftigkeit und im Gegenteil. Gerade bin ich in einer gegenteiligen Phase und denke mir dann halt, ja, das ist alles so schwer und so wenig aussichtsreich, dass ich irgendwie keinen Bock habe, die möglicherweise kurze Lebenszeit, katastrophenbedingt kurz, mit unerreichbaren Zielen und mangelnden Erfolgserlebnissen zuzubringen und möchte mich lieber genussreicher ablenken. Mein Ideal wäre da rumreisen oder in Berlin im Park Schach spielen. Und natürlich weiß ich, dass es irgendwie kläglich ist und andererseits sehe ich halt so wenig Erfolgsaussichten bei dem anderen. Da habe ich natürlich dich öfter im Ohr, du sagst dann, es ist dennoch richtig. Und ich bin ja auch noch nicht weg und bin ja auch gewohnt, dass drastische Stimmungsumschwünge ins Positive und ins Negative passieren. Also rechne ich mit positiven Umschwüngen auch wieder. Aber gerade bin ich dermaßen, ja, also ich hatte halt Lernerfolge beim Einpflanzen von Sachen und gerade bin ich bei dem Thema Schnecken sammeln, weil halt Sachen, die ich einpflanze, auf einmal völlig verschwunden sind, weil die Schnecken sie scheinbar auffressen. Und ich habe heute mal ein bisschen mitgezählt, wie ich kurz vor 6 morgens Schnecken gesammelt habe. Da hatte ich an einer Stelle 100 Schnecken. Und ich nehme an, wenn ich meine Brille aufsetzen würde und genauer gucken würde, würde ich halt noch viel, viel mehr finden. Und das ist jetzt schon der 3. Tag, den ich das mache. Ich hatte die Illusion oder die Hoffnung, vielleicht sind bald keine Schnecken mehr da. Aber ja, naja, und so denke ich halt, es gibt einfach 1000 Details und ich bin hier alleine und weiß so wenig und könnte woanders sein. Aber auch das bringt nicht wirklich was, weil die Klimakatastrophe und die Nachhaltigkeit und die Willensschwäche und bla bla. Ja, so viel zum Thema Schizophrenie und ich gehe dankend weiter. Ja, dann mache ich hier gerade nochmal ein Bild rein. Ja, ja. Also die erste Frage, Luis, war ja so, also erstmal gehe ich auf das ein, was Öff gesagt hat. Mit dieser, da gibt's ja in der Biologie eine ganz große Diskussion, ja, wie weit Instinktgebundenheit, Freiheit und so weiter. Und das Bild hat sich dann so über die Jahrzehnte eigentlich immer mehr gewendet, dass man eigentlich ganz klar erkennen musste in der Biologie, dass eigentlich schon bei den Affen, aber auch schon bei noch niedrigeren Tieren, es eigentlich nur noch ganz wenig Instinktsteuerung in diesem Sinne gibt und ganz wenige Reflexe. Die meisten Reflexe, die wir haben, sind physischer Natur sozusagen. Und dass eben die Hauptsteuerung bei allen höheren Arten eigentlich die ist, dass die Möglichkeiten für alle flexibel sind. Ja, die, also das heißt zum Beispiel für alle höheren Arten ist es quasi so, dass die Glücksmöglichkeiten da sind. Beispiel
Eine nette Frau streichelt mir über den Arm, dann ist bestimmt ein angenehmes Empfinden da und man will dann mehr davon. Und diese Glücksmöglichkeiten, die im Körper verankert sind oder auch auf der Zunge, zum Beispiel eine natürliche, süße, reife Frucht auf der Zunge, führt auch zu einem Wohlbefinden sozusagen oder einem Lusterleben im Gehirn. Und deswegen wird das häufiger angestrebt und will man wiederholen sozusagen. Und insofern ist das, mit welchen Verhaltensweisen man sich dem annähert, also sowohl dem gestreichelt werden oder als auch dem Futter, der süßen Frucht sich annähert. Diese Strategien sind auch schon bei höheren Säugetieren fast völlig frei in der Auswahl sozusagen. Was ich vorhin angedeutet habe, ist aber die Merkwürdigkeit, dass es trotzdem scheinbar noch so, auch bei Menschen, so kleine instinktive Reste zu geben scheint, weil warum ist der Schimpanse misstrauisch und misstraut den Vorbildern seiner Artgenossen, misstraut und ist kritisch und probiert lieber selbst aus, um zu erkennen, was der richtige Weg ist? Und warum haben Menschen und höchstwahrscheinlich auch Bonobos eben doch die Tendenz, so regelrecht zwanghaft nachzuahmen? Da hat man wirklich Studien mit Kindern gemacht und mit Schimpansen. Ja? Und dann hat man wirklich gesehen, die Schimpansen zum Beispiel, man hat auch die Absurdität in dieser Studie gezeigt, nämlich die Absurdität, die bestand daraus, dass es eigentlich ganz einfach war, an ein Futter ranzukommen, wenn man nicht den Artgenossen vertraut. Und die Schimpansenkinder, die haben sich die Lage analysiert und haben einfach in die Box reingegriffen und haben das Futter genommen und in den Mund gesteckt. Einfache Problemlösung, Versuch und Irrtum. Und die Menschenkinder haben das Ritual, das die Versuchsleiterin vorgemacht hat, oder so eine Person, eine Frau war das, die hat einfach ein bestimmtes Ritual vorgemacht, mit einem Stöckchen darauf zu klopfen und so weiter. Das hat also für 3 Minuten gedauert, alle möglichen Mechanismen zu machen. Und am Ende hat sie dann das gegessen sozusagen. Und die Menschenkinder haben jetzt nun jeden Handgriff, den die Frau gemacht hatte, so gut wie möglich nachgemacht und kamen überhaupt nicht auf die Idee, der Frau zu misstrauen, während der Schimpanse der Frau sofort misstraut hat. Sozusagen machten dieses ganze 3-minütige Ritual, wiederholten sie auch und kamen dann erst ans Essen ran und kamen gar nicht auf die Idee, das Ganze zu hinterfragen, zu reflektieren und vielleicht zu gucken, ob es nicht einen viel schnelleren Weg zu diesem Futter gibt. Und das ist dann schon was, wo ich mich schon frage, ist es nicht doch so, dass irgendwie so grundsätzliche Tendenzen im Verhaltensrepertoire, wie eben diesen Nachahmungszwang, über den ja schon der Professor Albert Bandura in der Psychologie so entsetzt war oder auf jeden Fall so überrascht war, gibt vielleicht doch so gewisse, man könnte sie vielleicht vorsichtig genetische Prädispositionen zu irgendwelchen Verhaltenstendenzen vielleicht doch in Ansätzen noch gibt bei uns, ne? Die eben da sozusagen jenseits jedes Verstandes eigentlich dann sind, ne? Nun gut, aber wie gesagt, auch die ganzen Betrüger leben ja davon, dass die Menschen diese Bereitschaft haben, diese Bereitschaft, nicht misstrauisch zu sein, sondern vertrauensselig zu reagieren. Davon leben alle Betrüger heutzutage. Und das kann ich mir nur erklären, weil in der Vergangenheit im urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus einfach nur Gutes getan wurde, weil es einfach auch gar keine Möglichkeit gab,
Böses zu tun und dadurch dann solche Verhaltensgewohnheiten grundsätzlich ja, genetisch verankert werden konnten, dass es doch eine Tendenz im Menschen gibt, eher zu vertrauen und eher nachzuahmen, während es beim Schimpansen die Tendenz gibt, eher zu misstrauen und eher nicht nachzuahmen, sondern Trial and Error, Versuch und Irrtum zu praktizieren und dadurch eben manchmal schneller zum Ziel zu kommen. Ne? Ja, dann die Fragen von Louis kurz. Corona, ja, das ist eigentlich, für mich ist es ganz einfach. Da sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer ja letztendlich bedeuten, dass man Dinge verkauft, die einem selber Profite bringen, sozusagen, und dass dabei überhaupt keine Rolle spielt, ob es der Gesellschaft gut tut, den Kunden gut tut, weil das einfach nicht zählt. Für im jetzigen System zählt einfach nur, verkaufe so viel wie du kannst. Impfungen, Tests, Masken, Chemotherapien, Operationen, Bestrahlung, Antibiotika. Verkaufe so viel du kannst und mach so viel Umsatz wie möglich. Dann kannst du überleben als Arzt zum Beispiel. Ja? Und wenn aber durch die GWO, also die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future.de, dann das schon umgepolt gewesen wäre, dann hätte sich das ja gar nicht gerechnet, weil die Wohlfühlstimmen der Masse der Bevölkerung zum Beispiel, wenn man jetzt mal sagt, es hätte Drosten, Wieler und Lauterbach wären für Norddeutschland zuständig gewesen und ein Drosten 2, Wieler 2, Lauterbach 2 wären für Süddeutschland zuständig gewesen und man hätte dann geguckt, wie die Wohlfühlstimmen sich unterschiedlich entwickeln, weil vielleicht im Süddeutschland eine andere Strategie gefahren worden wäre als in Norddeutschland. Und dann hätte jeder sehen können, aha, die in Norddeutschland oder die in Süddeutschland machen das viel schlechter als die anderen, den Menschen geht's viel schlechter, die Summe aller Wohlfühlstimmen einschließlich der Sterbedaten ist viel schlechter in Süddeutschland als in Norddeutschland und so weiter. Und dann wär quasi das Ganze letztendlich sofort enttarnt gewesen, ja, und aufgeflogen und hätte von vornherein gar nicht stattgefunden, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja. Und dann noch zu abschließend zu den 700 Euro. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn es nicht mehr darum geht, jedes Jahr für möglichst 65 Milliarden Euro Operationen, Chemotherapien, Impfungen, Bestrahlungen und andere Medizindinge zu verkaufen und das Verkaufen zu maximieren, dann wird die Bevölkerung, wenn es nur noch Verdienstzuschüsse gibt für oder Belohnungen aller Art nur noch gibt für das Fördern von Gesundheit, für das Verhindern von Krankheit, für das Erzeugen des sogenannten Gesundheitsnutzens nur noch positive Anreize gibt, ja, dann werden riesige Summen eingespart. Wir gehen ja so weit, dass wir, wenn wir alle Sparten zusammennehmen, dass wir dann 500 Milliarden Euro pro Jahr einsparen können. Und die können wir natürlich, deswegen kommt dann raus für jeden Arbeitnehmerin sozusagen 700 Euro netto steuerfrei mehr im Geldbeutel als vorher. Es sei denn, das ist natürlich die Alternative, es sei denn, wir sagen, wir nehmen 400 Euro von den monatlichen Euro für zum Beispiel Klimaschutz, für die Vorreiterrolle im Klimaschutz und lassen den Leuten zum Beispiel nur 300 Euro pro Monat direkt im Geldbeutel. Ja, das kann dann durch Volksabstimmung ja geklärt werden, wie man diese Gelder aufteilen will. Aber man könnte natürlich auch 600 Euro im Monat nur für den Klimaschutz verwenden und könnte dann ganz radikal Deutschland zum Vorreiter machen. Dann könnte man sagen, liebe USA, jetzt habt ihr gesehen, liebe USA, China und Indien, jetzt habt ihr gesehen, welchen tollen Aufschwung Deutschland genommen hat generell durch die neue Wirtschaftsform, GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Und ihr seht, dass die sich jetzt in Deutschland auch leisten konnten, ganz viel Geld in den Klimaschutz zu stecken
Und wenn ihr jetzt der GWO auch haben wollt und kompetent beraten werden wollt, dann müsst ihr eben einen Vertrag schließen mit den Next Scientists for Future, dass ihr den gleichen Prozentsatz, der in Deutschland von diesen Geldern, von diesen 700 Euro pro Kopf sozusagen und Monat, dass ihr den gleichen Prozentsatz auch in den USA, in China, in Indien für den Klimaschutz ausgeben werdet. Und dann werden euch die Next Scientists for Future so lange beraten und betreuen, wie ihr diesen Vertrag einhaltet. Ja? Und dann kriegen wir nämlich eine Kette von Staaten, die alle sagen, okay, wir wollen dieses Wirtschaftswunder haben. Und dafür sind wir bereit, auch den Vertrag einzugehen, dass wir überall den gleichen Klimaschutzfaktor investieren und ausgeben. Und dabei sind wir dann auch alle gleichmäßig bereit, dem einem weltweiten Emissionshandel für alle Luftstoffe beizutreten. Und dann kriegen wir das Problem innerhalb kürzester Zeit in den Griff weltweit. Das ist ja unser Lösungsmodell, das weder Extinction Rebellion verstehen konnten noch wollten, noch Fridays for Future verstehen konnten und wollten und Scientists for Future auch nicht. Denn der hat ja sich, der Gregor Hagedorn, der Begründer der Scientists for Future, der hatte sich ja nur so geäußert, dass er erstmal alle möglichen Studien abwarten müsse, um dann zu sagen, okay, vielleicht ist wirklich der schnellste Weg, um Klimaschutz zu erreichen, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht fehlt ihm da, wir wissen es nicht genau, es gibt tausend Möglichkeiten, woran das liegt. Es kann ja auch sein, dass es eben das Geschäftsmodell ist, was dem im Wege steht, nämlich dass irgendwo Spendengelder irgendjemand sammelt und der natürlich dann auch ein Interesse daran hat, dass das Problem erhalten bleibt, denn die Spenden fließen nur so lange gut, wie ein Problem da bleibt. Und wenn ein Problem gelöst ist, nimmt die Spendenbereitschaft der Bevölkerung drastisch ab. Und das kann dann auch störend sein für manche Gruppierungen. Ja? Naja gut, aber das ist alles Spekulationen. Vielleicht ist es am Ende nur das mangelnde Wissen, die mangelnde Bildung und so weiter. Aber vielleicht stecken auch ganz andere Motivlinien dahinter. Wissen wir nicht. Ne? So, ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön. Und der alte Öff, der ist natürlich besonders angefixt durch die realen Lebensherausforderungen, wie sie der Louis da über seine Entwicklung, seine innere Entwicklung beschrieb. Erstmal noch, also mein Angebot ist ja immer, dass gerade wenn es heiß wird und gar nicht anders geht oder man unter Druck ist, ne, oder ich irgendwo was zu lange liegen lasse oder nicht drauf geantwortet habe, man kann mich mit der Nase draufstoßen. Ansonsten hatte ich ja schon heute so nebenbei zu dir gesagt, Louis, dass ich neben dem, womit ich beschäftigt bin, auch dran bin, ein aus meiner Sicht Highlight in der Kommunikation zwischen uns aufzubereiten, dass das da ein Video, dass das verlinkt wird mit einem Begleittext von mir, worin ich sage, dass das wirklich, ja, eine echte Bewährungsprobe ist, wie sehr wir auch an sowas wie Post-Conventional glauben oder da schon drin sind, nämlich, dass man hingeht und sich durch andere prüfbar macht und Sicherungsmechanismen schafft. Also die Frage, gerade wenn es nur wenig Leute sind, die jetzt nach diesen Verantwortungsmaßstäben gehen und für andere eine Art Leitfunktion zum Teil haben, wie kann man es sichern, dass die nicht abdrehen, da nicht willkürlich oder gar verrückt werden und eine Fehlleitung darstellen, auch in Schenker-Bewegung, die ich da vor 30 Jahren gründete. Und meine Auffassung ist, dass man sich mit diesem Thema extrem ernst beschäftigen muss. Also nicht nur die, die eine Schenker-Bewegung gründen, sondern eigentlich jeder Mensch, der für sich die Verantwortungsreife beansprucht, müsste sehen, es gehört zur Verantwortungsreife, eine Absicherung zu schaffen, dass wenn ich diese Verantwortungsreife verlassen würde, aus welchem Grunde auch immer. Sozusagen ein Selbstentmündigungsmechanismus für den Notfall, dass man diese Verantwortungsorientierung nicht mehr gewährleistet. Und da haben wir schon an manchen Stellen in Schenker-Bewegung solche Mechanismen angefangen zu entwickeln. Also ich kann auch sagen, das Projekt, wo ich hier bin, diese ganzheitliche Bildungswerkstatt Lilitopia in Hessen,
Da haben wir zum Beispiel gesagt, es soll nicht mehr die Hauptregie liegen in den Händen von, was weiß ich, privaten Immobilieneigentümern oder jemand, der vorher da war oder jemand, der sich jetzt besser ans Mikro- oder Steuerruder durchsetzen kann, sondern hier haben wir einen Lilitopia-Rat gebildet aus den uns verantwortungsreifst erscheinenden Menschen, Mitgliedern von Schenker-Bewegung. Wir sind auch zwei, drei gekommen, jetzt ist eine Person gestorben, jetzt haben wir noch zwei. Denen wir diese idealistische Beurteilungskompetenz zugeschrieben haben und gesagt haben, die schalten wir im schlimmsten Falle mit ein, um hier die idealistische Logik als ausschlaggebendstes weiterhin zugrunde legen zu können. Ja, also und da bin ich bei, ne? Also bevor ich anderes beantworte, jedenfalls bin ich dabei, diesen Text jetzt fertig zu schreiben, dass ich das reinstellen kann, auch ins Forum, und kann sagen, Leute, wir können über viele Sachen theoretisch jetzt diskutieren, aber die echte Substanz, die zeigt sich daran, wie sehr denkt und handelt man nach dieser Verantwortungsreife. Und da gehört dann ganz schnell auch mit dazu, wie sehr sichert man sich, weil man hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und diese Reife und diese psychische Stabilität, die hat man nicht einfach jetzt für Ewigkeiten, ohne dass sie verloren gehen kann. Also müssten die größten Gefahren mit der größten Aufmerksamkeit und mit entsprechenden Sicherungskonzepten ausgestattet werden. Ja, das dazu. Dann komme ich zu dem anderen. Also ich höre ja, wie du von deinen Phasen so erzählst. Wobei ich ja zugeben muss, dass mich das jetzt gar nicht so zum Zweifeln bringt, ob der gute Louis jetzt hier bei der Fahne bleibt. Weil ich glaube, dass du viel zu viel reflektierst, um einige Zusammenhänge schwerlich, ich nenne es gar nicht mal ausblenden zu können, ich nenne ausblenden zu wollen. Weil du schöpfst ja jetzt im Moment genau wie vorher dann wieder die Freiheit des Schenker-Verbündeten, also diese Gruppe in Schenker-Bewegung, die dazugehört einfach dadurch, dass sie den Traum versteht und mitträumt, also den Traum von global verantwortlicher Menschheitsfamilie oder wie es auf unserer Hauptwebsite steht, diesem global-love.eu, dass da steht, als globale Konsensgeschwister das Nötige gemeinsam planen in freier Argumentekultur. Also das ist etwas, was für die Schenker müssen es leben, die Verbündeten, die verstehen nur, dass das ein guter Traum wäre und dass das auch eine Voraussetzung wäre für Verantwortungsentwicklung in der Welt. Wenn die Menschen sich gar nicht so verantwortlich verstehen, wenn sie nicht miteinander reden, um so aus dieser Verantwortlichkeit heraus auch zu handeln oder Strukturen zu erschaffen, dann wird es die natürlich nicht geben. Die werden nicht auf uns drauf fallen wie der Regen. Okay, und insofern, ob das jetzt die Phase davor war, wo du auf einer wilden Plattform, was weiß ich, von morgens bis abends Musikstücke hochgeladen hast oder dich anderweitig vergnügt hast, oder ob es jetzt ist, dass du die Computer ausschaltest und aus meiner Sicht dich unsinnig aufreibst mit Gartenarbeit. Aber das ist alles völlige Freiheit. Man kann das machen. Der Verbündete dosiert sich alles selbst, vor allem seine Lebenspraxis. Und aber das ist dementsprechend auch kein Grund zu sagen, kann ich hier nicht machen, ich kann mich hier nicht so ausleben, wie ich es gerade will. Und wenn es meine Flausen sind, also man wird ja nicht gehindert bei uns, ne? Man kann alle Flausen ausleben. Ich nehme das mit dem Garten mal, weil das würde sonst bestimmt eine Frage sein. Warum erklärt der Öffi das jetzt hier als so schlimm, dass jemand die Schnecken abliest? Aus meiner Sicht ist das ja völlig unnötiger Meuchelmord. Aber man hätte auch da, man hat auch in Schenker bewiesen, du weißt es, Louis, ne, in den Projekten, die Leute können auch sagen, sie sind die gekonnten Gartenbauer und kann man machen. Und also ich glaube sogar heute, auch ein Laie hätte mehr Möglichkeiten, wenn er das Internet nicht ausschaltet dann, sondern anschmeißt und Schneckenproblem eingibt. Also ich habe, ob jetzt Survival oder Gartenbau, wenn es mich interessiert hat und ich habe da nachgeguckt, was gibt es dazu für Informationen, die man dann schon ein bisschen selber sortieren kann, ne? Was ist wie solide wohl? Oder nicht? Ein bisschen kann man ja auch experimentieren. Also man hat heute es leichter, sag ich mal, sogar mit dem Gartenbau einigermaßen zurechtzukommen, als irgendwelche Leute im, was weiß ich, vorletzten Jahrhundert, auch wenn die in einer Gartenbautradition mit lauter Gärtnern um sich herum waren, in den selbstversorgenden Dörfern, wo sie alle ihre Kartoffeln angebaut haben.
Ich glaube trotzdem, dass man sogar für die Gestaltung von Gartenbau und ich sehe ja, was die da in Videos zeigen, was für tolle Sachen sie in ihren Kleingartenparzellen machen können, wie jetzt die Komposthaufen als Heizung mitverwenden und. Und das mit heutigen Möglichkeiten, da zum Teil noch Strom draus machen, Biogas herstellen, was weiß ich. Also es gibt da so clevere Trickser und Tippser, dass man da wirklich, ja, also ich glaube, man hätte bessere Voraussetzungen, wenn man es jetzt einfach wollte, auch mit seinen Gartenbauexperimenten zu Rande zu kommen als vorher. Aber trotzdem ist mein Tipp, dass das eigentlich auch alles völlig vertane Arbeitszeit ist. Also vor allem, wenn man sich selbst damit fertig macht und sagt, jetzt bin ich zu frustriert. Weil, also mein eigenes Beispiel habe ich ja durch mein Leben gegeben und bis heute ein Stück weit ist es ja auch das, was ich den Leuten sage. Wenn jemand da hingeht und sagt, gut, jetzt bin ich auf dem Lande, jetzt kann ich auch selbstversorgend machen. Ich kann hier gesunde, geholte Nahrung kann ich verwenden. Es ist möglich und auch das ist viel leichter jetzt als sogar noch vor 5 Jahren. Es gibt so Internet-Plattformen für Wildpflanzenbestimmung. PlantNet heißt, glaube ich, eine. So, wo man hingeht, hält die Kamera drauf und es wird einem ausgespuckt, was ist es für eine Pflanze, kann man die essen und sonst was. Wo wir immer hier noch bestimmte Bestimmungsbücher dann als Geheimtipp rumgereicht haben hier in unseren Schenker-Bewegungsprojekten. Das heißt, man kann hingehen und kann einfach sich sagen, so wie der alte Öff, ich lebe doch mal das radikale Paradies, wie den Garten Eden. Man muss nicht arbeiten, man geht nur und erntet. Und ist das Gesündeste, statt Arbeit einzusetzen, um weniger Gesundes sich herzustellen? Man geht hin und lebt als von Sammler wild Rohkost und man kriegt das alles nicht aufgegessen, was da ist. Ne? Und wenn man wirklich so locker drauf ist, dann schnibbelt man ab und zu eine Schnecke mit rein, wenn man denkt, dass man jetzt eben seinen Bedarf an bestimmten Nährstoffen nicht ausreichend hätte, dann ist die Schnecke nicht Feind. Und wenn man sie schon meuchelt, dann kann man wenigstens hingehen und es so tun, wie bei den Schweinen oder Rindern auf den Bauernhöfen oder in den Schlachthöfen und kann es wenigstens noch mit dem Nutzeffekt verbinden. Und man hätte keine Arbeit. Man kann sich hinsetzen und kann Musikstücke machen, Schach spielen. Ach, was weiß ich, alles kann man machen, kann jede Flause, die man sich nur ausdenkt, kann man ausleben. Also ich sage ja schon immer, ich sehe, dass der Mensch, der jetzt heute vernünftig und verantwortlich sein will, der wird gewaltig unter Druck stehen durch die ganzen Flaschengeister in seinem Inneren, wild gewordene Flaschengeister, die nicht mehr instinktgebunden sind. Und dann wirbelt da tausenderlei an Willkürmotiven und Vorlieben und Blödsinn und was weiß ich. Und man fühlt sich frei dabei, wenn man es machen kann. Man ist ja auch frei, weil der Instinkt eigentlich mehr hindert. Also es ist eine Art von Freiheit, es ist eine Art von Faszination. Man kann allen möglichen Blödsinn machen und denken, oh Mann, das ist jetzt genau das, was ich brauche, das ist das, was mir jetzt den Kick gibt. Und den Schenker bewegen kann man es auch. Aber man könnte natürlich auch hingehen, und das ist mein Tipp, und könnte sich überlegen, welche Spielräume habe ich, einerseits all meine Flausenhaftigkeit noch wild ausleben zu können und es zumindest möglichst stark zu verbinden, mit dem idealistisch Sinnvollen, also schon gar, wenn es sich gar nicht beißt, ne? Wenn man beides nebeneinander machen kann und sogar in der Dosierung, man könnte ja, ich sage immer 2 Stunden am Tag, könnte man Blödsinn machen und den Rest hätte man Dampf dann sozusagen abgelassen und könnte da verantwortlich und moralisch sein, also auch sich richtig idealistisch dann austoben. Aber auch wenn man es umkehren würde und würde sagen 10 Minuten am Tag, naja, sagen vielleicht eine Stunde, idealistisches Engagement und den Rest lebt man seine Flausen aus. Man bat so viel Dampf drauf, dass man das so dosieren muss. Kann man auch, kann man alles machen. Und wenn man dann jetzt noch Erfolgserlebnisse haben will, also natürlich hätte ich mir die ganze Zeit, die ganzen Jahre ja von meinen Verbündeten gewünscht, dass die vielleicht in möglichst genauer Abstimmung mit mir auch hingehen und versuchen, dass wir den Laden zumindest so effektiv wie möglich machen. Also meine Hochachtung da an den Dillen, der Wusel, ne, und ich glaube, dass das schon, also wenn wir so offen Konzepte miteinander verbinden und das den anderen Leuten auch zeigen, worum geht es da? Und nicht da irgendwelche Dinge dann doch, ne, dass die nur noch denken, was weiß ich, nur die Partei bringt das Glück, ne? Nur die Partei hat recht. Sondern wenn wir alle Dimensionen, wie wir das ja sagen, mit freier Argumentekultur, wenn wir die Idee auch der Verantwortungsreife, der Kommune, der Bonobo, des Bonobo-Reichtums des Lebens,
Wenn wir all das wirklich auch den Leuten so mit zumindest sichtbar machen, muss ja gar nicht vorne sein, aber wenn sie um die nächste Seite blättern oder so, muss am Rande mal irgendwo sowas sichtbar sein. Wenn wir das machen, dann erreicht es die Leute, die erreicht werden können. Einer meiner Verbündeten hat vor ein paar Monaten mal gesagt, auch über sein eigenes Wirken, wo er seit Jahrzehnten mitmacht, Mensch, was habe ich das Licht unter Scheffel gestellt? Ich habe das, was wir so im Kern zu bieten haben, als Reichtumsbotschaft, nämlich gerade dieses geistige Freiheit, diese innere Entwicklung und nicht irgendein, wir meditieren jetzt hier so und da machen wir das Räucherstäbchen ein bisschen anders an, sondern jetzt wirklich im wissenschaftlichen, soliden Sinne von Post-Conventional Level und so weiter, hat er gemeint, das haben wir unter den Scheffel gestellt. Ich habe selber so viel Garten gemacht, dass ich es versäumt habe, das Wichtigste, als Wichtigstes auch darzustellen. Ja, weil ansonsten kann ich nämlich gleich wieder sagen, wenn man jetzt guckt, und natürlich würde ich mich freuen, aber wenn das nicht auf meinem Mist wächst, sondern die anderen auch eben sowas versuchen rauszukratzen. Aber jetzt, Louis zum Beispiel, wenn du sagst, da ist keiner mehr und mit wem kann man reden und möglichst direkt. Also mir ist das jetzt gerade eingefallen, während du da gesagt hast. Also ich kann mir vorstellen, dass das was Lustiges sein könnte, wenn du in die Landhütergenossenschaft eintreten würdest und miterleben würdest, da gibt es eine Gruppe, die will so jetzt auf freie Argumentekultur bauen, dass sie die Beteiligung an einem entsprechenden Klarheitsforum zur Voraussetzung der Mitgliedschaft oder zumindest des Stimmrechts innerhalb der Gruppe macht. Es ist auch da ein Kampf eben von, sagen wir mal jetzt, fünf Leuten gegenüber anderen, wo man hoffen kann, ja, dass die zumindest das nicht blockieren, aber wo jetzt nicht die volle Begeisterung oder Erkenntnis auch gegeben ist. Aber ja, dann wäre da etwas, wo jetzt nicht mehr man nur redet in einem Forum, man redet alleine oder es gibt keine Leute und die eigenen Schenker-Verbündeten sind auch gar nicht in dem Forum, sondern wäre eine Möglichkeit, da ein bisschen weniger Frust zu haben. Und auch sonst. Also natürlich wäre es gut, wir hätten für ein Projekt wenigstens eine Person, die da auch mit die Stellung hält. Aber ich sehe es nicht so, dass gar keine Spielräume existieren. Du bist ja auch sonst rumgedüst, um Leute zu besuchen oder mal nach Berlin. Es würde aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen. Also weil ich suche hier nach solchen Leuten händeringend. Ich habe erst gestern einen Besucher gehabt, dem habe ich gesagt, Mensch, 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 du sagst, du verstehst das mit den Idealen. Und du hast keine Bindungen, die dich jetzt zwingen, dass du unbedingt da hängen musst, an diesem Ort oder sonst wie. Mach dich doch zur flexiblen Einsatzkraft. Ich kann nicht an allen Stellen das Nötige tun. Und ich bräuchte für Berlin zum Beispiel, für die Weiterführung dieser Organisation von dem Zeltcamp, von dem Demokratiefürsorgecamp, vor den Toren der Macht, um die Big Brother-Diktatur zu vermeiden, bräuchte ich flexible Einsatzkräfte. Müssen keine Schenker sein, können wer weiß wie anders leben, können, was weiß ich, dabei ständig einen Kopfhörer aufhaben und sich mit Musik volldröhnen oder selber ihre Liedchen dabei wieder singen und hochladen oder was auch immer machen. Aber wenn ich welche hätte, die jetzt sagen, okay, wenn wir Abwechslung brauchen, machen wir hier bei uns mal zeitweilig die Tür zu, was wohl geht, und dann wechseln wir uns mit dir ab, wir pendeln mit dir gemeinsam und gucken, welche Orga-Aufgaben sind da jetzt gerade ganz dringend, damit man diese Art von Zeltcamp weiter hochhalten kann. Also sich da wirklich so orgamäßig mit beschäftigen kann, dass da möglichst was draus wird. Ne? Weil, das ist der totale Wahnsinn, Berlin, Hauptstadt, riesengroße Stadt. Und man guckt, wie ist die Alternativszene. Und jetzt das Zeltcamp weiterführen. Also ich bin froh, dass im Moment in dem Garten, wo auch mein Zelt steht, ich die Zusage von einem Menschen habe, dass sein Zelt da auch ist und er da drin ist, dass der Faden also durch ein Zelt und persönliche Präsenz vor Ort im Nötigsten aufrechterhalten wird. Aber das ist einer. Und auch der, also ich kann nicht ausschließen, dass der eben so in den Tag hinein lebt und gerne kifft oder sonst was macht. Und ich könnte mit ihm jetzt keine strenge Orga-Planung auf die Beine stellen. Dass wir sagen, ey, wo sind welche Aufgaben? Und dann schicke ich dich nach dort und dann schicke ich dich nach da. Also wenn da einer wäre, mit dem ich so mehr planen könnte, was ist wie wichtig gerade und wie kann man es machen, das wäre der Hammer. Und ja, der könnte auch sein Zelt dahin stellen, abwechselnd, mal bin ich da, mal ist er da, mal es sind ja auch noch ein, zwei andere Leute, die auch so pendeln und mit denen ich da agieren kann. Aber dann wäre man dran und wird was machen, statt sich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, die Schnecken sind mehr als ich. Ja, was man durch andere Kenntnisse über den Umgang mit Schnecken und Gartenbau verhindern könnte, was man, indem man den Gartenbau weglässt, verhindern könnte und mehr dann eben die Survival-Rohkost, die artgemäßeste Ernährung, die Bonobo-Ernährung praktizieren würde.
Und du wirst ja dabei nicht leiden. Ich höre ja schon jetzt wieder, wie in deinem Inneren jetzt sagen wird, was, ich soll nur Brennnesseln essen. Nein, auch das nicht. Man kann zwischendurch ja immer noch, macht man auch so, weil der Gartenbau es noch nicht hergibt, sich seine Lebensmittel erkaufen, Containern oder sonst was machen. Da gibt es übrigens einen Supermarkt in der Nähe auch. Wäre ganz spannend, mal das Container vielleicht auszuprobieren. Also hammerartig gibt es Möglichkeiten, kreativ mit allen Dingen umzugehen. Und ich wette, das wird bestimmt seinen Anteil in dir innerlich, in deinem Seelenleben, in deinem Gewissen, deiner Vernunft behalten, dass du sagen wirst, okay, wenn ich schon alles frei dosieren kann, also den Anteil könnte ich mir noch weiter leisten, eben, dass ich hier sage, ich träume mit und ich gucke, wie viel, wenn es so klein dosiert ist, sehr klein dosiert ist, wie viel ich dabei steuern kann, tut meiner Seele doch besser. Also wenn ich sage, ich springe jetzt ins dunkle Loch und ziehe mir die Decke über den Kopf. Ja, okay, alles klar, damit gebe ich mal weiter. Ja, also Containern habe ich schon ausprobiert. Ins Laden, in die Landhütergenossenschaft komme ich gern. Also Containern hat nicht geklappt. Vielleicht hast du ja Tipps und Tricks, aber die Container waren immer leer, egal an welchem Wochentag, so dass ich gedacht habe, diese Supermärkte verfahren anders, als das Zeug in ihre Mülltonnen zu hauen für Leute wie mich. Und das mit der, also ich töte die Schnecken nicht direkt, sondern ich gebe sie den Erpeln, die ich habe, wobei ich zugeben muss, dass ich die großen Weinbergschnecken zertrümmert habe, damit die Erpel sie essen können. Aber ich habe auch gedacht, dass ich das vielleicht in Zukunft nicht mehr mache, sondern sie wegfahre. Aber die letzte Zeit habe ich auch keine mehr gefunden. Was war sonst noch? Also nach Berlin hatte ich nicht vor zu kommen. Also die Sache ist halt, das mit dem Garten und mit dem Hof hier scheint mir halt greifbarer die Herausforderung als jetzt einen auf Schenker und wie du revolutionär und so zu machen, der irgendwo hingeht und das Wichtigste macht mit wenig Aussicht auf Erfolg. Und ich meine, auf eine Art wäre es natürlich, wenn ich jetzt mir denken würde, okay, ich baue quasi gar nichts an. Ich sehe mich nicht imstande, den Verfall des Hauses groß aufzuhalten, beziehungsweise der Scheune. Da bin ich für handfestere Tipps dankbar und für Unterstützung vor Ort. Also ich kann halt mithelfen, aber für andere Sachen reicht mein Wissen nicht aus und so wie es im Moment aussieht, nicht mal meine Energie. Aber erfahrungsgemäß, wenn jemand kommt, mache ich da gerne mit und kriege dann wahrscheinlich auch wieder einen Energieschub. Irgendwie hat sich das halt mit dem Gärtnern das hat sich so angefühlt, als wäre das quasi meine Lernaufgabe gerade und als würde ich gern darauf meine Energie lenken, nicht unbedingt zum Nachteil von anderen Feldern, die mir was bedeuten. Ich bin ja jetzt auch hier in der Telco und wenn das jetzt so sein würde, dass im Forum, also du hast ja gesagt, gerade hast du gesagt, wenn es brennt, soll ich Bescheid sagen. Also ich habe ja damals mehrfach quasi meine Sehnsucht nach Antwort formuliert und du hast halt einfach gemeint, was du alles für Aufgaben hast, deswegen hatte ich nicht das Gefühl, ich hatte einfach das Gefühl, es brennt woanders viel heißer, aus deiner Sicht. Und es brennt halt auch nicht unbedingt, es ist halt einfach komisch, es ist halt enttäuschend, wenn wir uns persönlich sehen und du quasi sagst, anstatt das jetzt zu zweit auszudiskutieren, machen wir es lieber im Forum, aber im Forum hast du halt auch immer nicht die Möglichkeit, weil halt wichtigere Aufgaben sind und dann sagst du immer allen Leuten, kommt ins Forum, wenn ich mir dann denke, falls die anderen Leute auch die Erfahrung machen wie ich, dass du halt aber nicht im Forum antwortest, dann
Ja, aber ich habe es mir halt so erklärt, dass du einfach wichtigere Aufgaben hast und das verstehe ich dann natürlich. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, was ich sonst noch sagen sollte. Ich hoffe, das war alles verständlich und gebe weiter und mache mich leise. Ja. Ja, also mir sind zwei Sachen eingefallen. Also ich habe mitgekriegt, dass zum Beispiel hier in Köln überall eine Tafelindustrie ist, dass also die Nahrungsmittel nicht mehr in den Containern landen, sondern einfach überall kostenlos weitergereicht werden. In Köln stehen auch irgendwie so Fahrräder, wo dann in großen Körben sozusagen an den Fahrrädern das Essen dann steht und so weiter. Also ich sehe in Deutschland eher das Problem, wie man sich vor Essen schützen kann. Also Essen gibt's eigentlich umsonst an jeder Ecke sozusagen. Ja? Das Problem ist, dass wir in Deutschland eher alle an zu viel Essen kaputt gehen als an zu wenig. Ne? Ja, und dann im Internet, ich habe das mal gemacht und da haben dann auch immer Leute angerufen. Man kann schon Kommuneninteressierte auch im Internet versuchen zu finden, denn es ist natürlich nicht sinnvoll, da alleine zu sein auf dem Morgen-Heut-Projekt, sondern eben Leute zu finden. Und dann ist ja mein Tipp, da habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, dass man dann gleich von der ersten Sekunde an mit Forum und mit Friedensagentur und so weiter das Ganze begleiten muss, damit es wirklich so klappt, dass dann, wenn da ein, zwei Leute zu Besuch kommen, dass das dann für alle Seiten eine positive, beglückende Erfahrung ist, die man auch unbedingt weiterführen möchte und deswegen bleiben möchte. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit und wie gesagt, das sind die vorteilbringenden Irrtümer. Also wenn ich nochmal an unsere Spirale zurückdenke, also wo ist es? Naja, also auf jeden Fall die Spirale, die ich vorhin für die Zuschauer gezeigt hatte, dann ist es eben ganz normal, dass wenn Hunderte von Sparten der Gesellschaft alle Hunderte von vorteilbringenden oder zig vorteilbringende Irrtümer in die Köpfe der Menschen ausstreuen, dann ist es doch ganz klar, dass der Mensch nicht mehr natürlich ist und auch nicht mehr zu natürlichem Verhalten fähig ist, sondern in erster Linie irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern gehorcht und durch diese gesteuert wird, eben durch Killerviren des Geistes, durch parasitäre Meme, durch irrationale Kognitionen gesteuert ist und deswegen auch eben nicht glücksfähig ist, denn das oberste Ziel des Kapitalismus ist nun mal, den unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen Single zu erzeugen und das ist ihm gelungen. Denn diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer führen in der Summe dazu, dass der unglückliche, einsame, kaufsüchtige Single übrig geblieben ist, sozusagen. Und ab und zu gibt es Leute, die sind zu zweit einsam oder in einer kleinen Familie einsam, aber im Prinzip leben sie alle damit, dass Konsum und Kaufen die einzige übrig gebliebene erlaubte Glücksquelle noch ist. Ne? Ja, und von daher, also ich kann nur empfehlen, also irgendwie zu versuchen, für das Projekt Morgen heute Leute zu gewinnen, die vielleicht erstmal online oder vielleicht auch sofort physisch dabei sind. Und man könnte ja, man kann auch ein Kommuneprojekt beginnen, indem man erstmal Online-Kommunentreffen macht. Denn meine Erfahrung ist sowieso, tausendmal wichtiger als das Gärtnern und alles andere ist erst einmal, dass Menschen irgendwie es schaffen, überhaupt erstmal friedlich miteinander zu kommunizieren, auf der Ebene der freien Argumentekultur zu kommunizieren, aber dann auch und dann überhaupt darüber nachzudenken, was bedeutet das dann eigentlich, wenn man dann physisch in die Kommune zieht, wie kann man einander Glück schenken, wie
Bin ich als Mensch überhaupt noch eine Glücksquelle oder bin ich durch die vorteilbringenden Irrtümer so verändert, dass ich eigentlich mich schwer darin tue? Denn Kommunen gibt es überall dort, dann, wenn ein Lebewesen mehr Glück erlebt beim Miteinander als beim Alleinesein. Und das müssen wir mühsam wieder zurückerobern, sozusagen, damit es glückliche Kommunen gibt. Ja, ich gebe erstmal weiter an Öff jetzt. Das war jetzt mal nur ein kurzer Beitrag, ne? Ja, danke schön, wieder meinen Vorrednern. Ganz spannende Kommunikation wieder heute. Und ganz nah an der Lebenspraxis. Also erstmal, Dylan, du rennst die offensten Türen jetzt ein, was das Denken angeht. Also toll, wie du deine Vorschläge machst. Genau das ist das, was ich versuche, allen Verbündeten, die dazukommen, auch so in Projekte gehen, erstmal zu erzählen. Die erste Priorität ist nicht das Handwerk und nicht der Gartenbau und nicht das Häuser sanieren und so weiter. Für alle diese Dinge ist es auch besser, ihr setzt euren Hintern an diesen Ort, als wäre der Hintern nicht da. Also die reine Präsenz ist in dieser Hinsicht schon Vorteil. Aber wenn Sie mich fragen, was ist am wichtigsten zu tun, dann ist es, in sich zur Stabilität zu kommen. Da sage ich gleich noch was zum Punkt Lebensqualität und ob die irgendwie anders denn besser sein könnte. Aber in sich zur Stabilität zu kommen, durch sowas wie organisches Denken, Liebesarbeit, also was wir da so für tolle Methoden haben, und macht mit an der freien Argumentekultur und der Kommunikation. Und wenn ihr da euren Schwerpunkt drauf legt und ihr findet eine Person, die dazukommt und die in der Regel, wenn man selbst nur zwei linke Hände oder schwarze statt grüner Daumen oder was auch immer hat, eine Person, die ein bisschen fähiger sogar ist, egal ob jetzt für den Gartenbau oder für ein Handwerk oder so weiter, hat man schon eine höhere Effizienz auch für den Garten und die Häusersanierung hergestellt, als wenn man sich selber damit beschäftigt hätte und nicht diesen anderen dazu gewonnen hätte. Das heißt, so gut wie möglich wirklich dann hinzugehen und diese Gedankenwelt auszuprägen und mitzuteilen und andere, was ja schon schwierig genug ist, weil die alle das nicht wollen. Die wollen ja alle Willkürdenken und Willkürkonsum statt Befreiung der Vernunftseele durch organisches Denken und freie Argumentekultur. Aber trotzdem, es sind die Juwelen, die man hat, auch wenn alle nur billigen Ramsch wollen. Man hat die Juwelen und man kann hingehen und kann aber auch wirklich diese Juwelen zeigen, statt dass man die noch selber im hintersten Untergrund der Tasche verbuddelt und dann nicht mit wuchern geht. Also ja, von daher, ich sag den Leuten auch, ne, innere Stabilität in den Idealen weiter verbreiten, oder auch erstmal in der Gemeinschaft, wenn eine da ist natürlich, ne, dass dann diese Argumente-Konsenskultur ausgeprägt wird, die Konfliktarbeitsmethoden und so weiter, was eben auch so gut wie nicht passiert, also ganz schwierig ist. Nicht, dass die Methoden nicht funktionieren, aber sie werden ja gar nicht in der Weise angewendet. Ne? Wo ich auch wieder sage, ich bin total glücklich, aber was wir haben, ne, dass wir jetzt eine Friedensagentur haben, wo auch du, Dylan, mit deiner Kompetenz dich da mit einzubringen bereit bist. Also das ist schon hammerartig gut. Das ist das nach 30 Jahren, wo ich nicht sehe, dass es irgendwo anders vergleichbar angeboten würde oder existieren würde. Ich mache gerade solche Konfliktarbeit für die Helferinitiative und solche Sachen. Okay. Also das wäre die Aufgabe. Und wenn jemand seinen Hintern irgendwo hinsetzt und macht einfach das, ohne Erfolgsnotwendigkeit, wir sagen nicht, wenn er nach 3 Jahren nichts gefunden hat, du hast versagt oder so. Ne? Ich meine, was haben wir gefunden nach 30 Jahren? Also von daher, die Welt ist, wie sie ist. Aber das eigene Mögliche zu tun und da aber auch mit den Schwerpunkten so anzufangen, wie die Schwerpunkte am sinnvollsten sind, ja, das kann man machen. Und damit komme ich zur Lebensqualität. Weil, Luis, du hast in deinem ersten Beitrag so auch gesagt, ja, ob es dir damit so gut geht, wenn man sich anschaut, das ist alles nicht so erfolgreich und man sitzt da alleine. Also die Alternative, dass man hingeht und macht nur noch Spielkram, wie irgendwo sich in den Park setzen und Schach spielen oder so, da gehört eine gewisse Abgebrühtheit zu, wenn man einmal das Licht sozusagen gesehen hat, noch zu sagen, nur noch Flause ist gut oder das wäre die Erfüllung. Das traue ich dir ehrlich gesagt auch nicht zu in der Weise, dass du diese Sichtweise noch als für dich auch innerlich überzeugend ansehen würdest. Und denken wir dann mal jetzt einfach so, wie es innere Realität ist. Stellen wir uns vor, man sitzt in Morgenhold
und es kommt keiner dazu. Oder der Rest von Schenker-Bewegung flieht und sitzt in den Malediven und hat auch keine Ideale mehr im Kopf oder sonst irgendwas. Man sitzt da alleine. Und die Welt geht kaputt, die Big Brother-Diktatur entwickelt sich, die Umwelt wird weiter verramscht und so weiter und so fort. Und man hat am Ende auch keinen, mit dem man sprechen kann. Wäre irgendetwas anderes trotzdem von höherer Lebensqualität? Also weil der Effekt ist nicht vor allem ein äußeres Leistungsprinzip oder ein äußeres Erfolgsprinzip. Also die Asiaten, Religionen auch wie der Buddhismus sagen, folge deinem inneren Licht, und lebe deine Würde, lebe deine seelische Orientierung aus und schaue auf die Folgen nicht. Es ist immer besser, als was anderes zu tun. Es ist immer, wenn man das innerlich auch überhaupt sich erlebbar macht. Also, was ist meine innere Lebensqualität? Was ist der größte Kick? Was ist das größte Glück? Ich sage ja immer schon so, also ein richtiger Gedanke müsste für ein denkendes Tier besser sein als ein Orgasmus. Aber wenn es nicht ein Gedanke ist, dann jedenfalls genug davon, um da die höhere Qualität dann zu erreichen. Und ja, damit komme ich also nochmal eben zum Thema auch Garten und Hausrettung und Containern. Also ich habe es gemacht, jedenfalls in Biotopia. Und ich wollte es auch mal erleben. Kann ich leben wie im Garten Eden? Kann ich leben wie im Paradies? Ich gehe und ernte nur noch. Ich habe am Tag für meine Salatschüssel ein bisschen Obst, Nüsse dazu, wenn ich was gefunden habe, oder sonst auch wirklich Kleintiere, Insekten, teilweise dachte ich noch, ich brauche es. Ein paar Minuten am Tag in die Salatschüssel vollgemacht, aufgemampft und das war's. Und Wasser aus der Quelle und ich musste nicht arbeiten. Ich musste nicht arbeiten und ich hatte die gesündeste Ernährung, die man überhaupt sich zuführen kann. Also habe ich mir eben auch gesagt, warum mehr an Aufwand, Arbeit oder sich selbst zu frusten oder zu erschöpfen für geringere Lebensqualität oder geringere Nahrungsqualität. Das sind alles wirklich sehr Scheinirrtümer, Scheinvorteile, denen man da aus meiner Sicht erliegt. Der Ansicht bin ich ja bis heute eigentlich noch. Und also innerlich sehnt sich ein Teil von mir immer wieder zurück in den Wald, also jetzt dann auch auf diese radikale Weise. Und den Rest hatte ich frei und nicht, um jetzt irgendwie Gedichte zu schreiben und Liedchen zu machen oder was weiß ich, ne? Wobei die können ja auch revolutionäre Inhalte haben, aber nicht für irgendwie so ein Zeug oder spielen gar. Also noch heute kann man mich jagen mit Spielerei oder mit einfach nur so spaßeshalber spazieren gehen und so. Sondern ich habe die Zeit genutzt für weitere innere Erforschung, Meditation, diese Selbsterfahrung und Selbstgestaltbarkeit, diese Selbstsuggestion, autogenes Training und sowas. Ne? Also was jetzt da noch in diesem NDR-Fernsehfilm der Magier- und Hypnose-Coach gesagt hat, also der Öff, der ist ständig im Film, der gibt sich ständig die Selbsthypnose, dass er so anders leben kann und deshalb ist er nicht auf den ganzen Suchtkrampel angewiesen, sondern kann sich da einfach von freischütteln. Ja. Also in dem Sinne, wenn jemand sich den Gartenbau vornehmen will, auch das kann man ja, dann aber sagen, okay, und das mache ich jetzt, ich mache es mit Freude, ich mache es mit Engagement, ich gucke, was ich von irgendwie anderen Lehrern um mich herum, in anderen Projekten, da gibt es ja auch so einen kasachischen Bauern da, von denen dazu höre und ich gucke im Internet, ne? Dann mache ich mir das Leben aber auch nicht selber schwer, indem ich sage, jetzt darf aber auch kein Internet sein, sondern dann will ich jetzt im Garten auch wirklich zurechtkommen und dann gucke ich, wie das geht. Und dann google ich dazu und da aus meiner Sicht kriegt man jede Menge, mehr als eben so einer, der in seiner bäuerlichen Tradition im 19. Jahrhundert gelebt hat, kriegt man raus, um dann da was mit anzufangen. Ne? Die Hausrettung hatte ich schon gesagt, muss man überhaupt nichts machen. Ohne wäre es auch nicht besser, also wenn man nicht dabei wäre. Ne? Im Gegenteil, dadurch, dass man da ist, ein Problembewusstsein hat, mit Leuten drüber reden kann, gucken kann, wann kommt der kompetentere, der handwerklich fähigere mit dazu, und sich um das Dazukommen von ihm zu kümmern, ist besser als selber anzupacken. Das reicht. Das ist das, was da ist. Keiner wird auch mehr von einem erwarten können. Und ist gut. Da muss man sich aber auch davon überhaupt 0,0 belasten lassen. Muss man nicht. Man macht sich selber die Belastungen. Man macht sich selber die Frustursachen oder Scheinargumente. Weil es sind keine echten Argumente. Da muss man sich überhaupt nicht mit frusten. Und dementsprechend auch Containern. Gut, wo du das ansprichst. Also das Leben ist ja spannend, aber als Experiment auch für Umgang mit anderen Menschen.
geh hin und frag. Also das Einfachste ist, dann zum Supermarkt hinzugehen und zu sagen, haben Sie hier vielleicht noch abgelaufene Lebensmittel oder welche, die Sie wegschmeißen und so. Ne? Mich interessiert das so, weil ich bin in so einem Projekt, wo man auch versucht, mit möglichst ohne Geld zu leben, ne? Und von Resten, dass es ja schade ist, wenn Sachen verkommen und gehen kaputt oder sowas. Ne? Und ja, man kann auf mich gerne verweisen. Ne? Also einer von uns ist ein ganz freakiger, der lebt schon seit 30 Jahren ohne Staat und Geld, um zu zeigen, wie man so anders zurechtkommen kann, ne? Dass die Menschen einfach von den Resten leben aus der Natur oder sich gegenseitig beschenken. Also wir haben in manchen Projektorten haben wir erreicht, dass die Leute aufgeschlossen waren. Und dann konnten wir da hin und haben so viele Kisten an Zeug geholt, dass wir es eben zum Teil in Dargelitz im Dorf verteilen konnten. Wir konnten etliche bedürftige Familien versorgen mit Lebensmittelzugaben und all solchen Sachen. Also einfach hingehen, Leute ansprechen, fragen, gucken, was die einem erzählen, wie bei denen da überhaupt so die Lage ist. Und wahrscheinlich hat man nicht den richtigen Mülleimer einfach gefunden oder gesehen, weil nach meinem Kenntnisstand auch das mit Tafeln oder so, da gehen nur die besseren Sachen hin. Das heißt, so ist es auch hier, wo ich jetzt bin und Containern gehe. Das sind alles die Sachen, die würden gar nicht zur Tafel kommen. Und die sind trotzdem noch, ne, eingeschweißtes Zeug, also der absolute Luxus, Lachs, Schinken und ach, was weiß ich, ne, Kaviar, ja. Gut, und damit komme ich zum anderen, mit dem Forum jetzt. Und Luis, also jetzt, wo du es sagst, also es hört sich doch so an, als wäre das jetzt so sehr brennend, dass ich da demnächst mal jetzt nachgucke. Ich habe ja schon gesagt, ich setze ja jetzt was anderes rein, wo wir beide auch der Ansicht waren, ne? Das sind so diese hell leuchtenden Juwelen, wie jetzt mit der Selbstentmündigung, wenn man nicht mehr verantwortungsreif ist. Also da ist ja nicht, dass zwischen uns da nicht was gelaufen wäre, wo wir was gemacht hätten und wo ich da auch mitarbeite. Und wie sehr es brennt. Du hast gemeint, wenn jetzt andere Leute kommen ins Forum und dann antwortet der Öffi nicht. Ja, das ist ja nicht so. Die können ja mit mir darüber reden, wie stark es brennt. Und wenn sie sagen würden, Öffi, ja, wir verstehen das, ne? Und die anderen Aufgaben, gut, ne? Und ja, klar, da können wir auch warten. Ist ja jetzt nicht so, dass es uns so peitscht. Ne? Die Fragen laufen ja, ja, erschlagen uns ja nicht. Dann würde ich sagen, okay, ne? Dann kann man so drüber sprechen, dass ich das da noch ein Stück zurückstellen kann. Weg ist es ja eben nicht und auch nicht weg aus meinem Interesse und so. Ja, aber Sie können mit drüber reden mit mir. Was sehen wir wie sehr als brennend an oder empfinden wir als wie sehr brennend? Und Sie können auf jeden Fall, wenn irgendwas jetzt ganz dramatisch würde, können sagen, ey, jetzt muss die Aufmerksamkeit aber mal hier so an der Stelle sein und dann bilde ich mir ein, lässt sich mit mir reden. Ne? Ich meine, ihr wisst alle, wie es ist. Die Aufgaben, mit denen ich mich beschäftige. Ne? Wer ist in Berlin da, um das Zeltcamp da zu machen? Und also ich habe ja viel Verständnis, aber wenn man andererseits da auch rumfährt und hier und da mal Freunde besucht oder ja andere Dinge macht, auch Extinction Rebellion und ähnliches, also da hinzugehen und zu sagen, was kostet es mich an Mühe, zu sagen, ich schnapp mir auch so ein Billigzelt und da, wo der Earth Science hat, setze ich auch meins dazu. Und wir überlegen mal, ob irgendwann zwischendurch es auch ein sinnvoller Abstecher sein kann, mal abgesehen jetzt vom Kennenlernen der Leute, also die paar wenigen, mit denen man ja da auch idealistisch auf gehobenerem Niveau kommunizieren kann. Und das kann ja was auch Spannendes und Bereicherndes sein. Ne? Und die sind zum Teil Flausenmenschen. Das heißt, man wird da vielleicht, ein Künstler ist da, ne? Also einer, der versteht sich ja in erster Linie als Künstler, der Besitzer des Gartens, was da ist. Ne? Also man könnte die Künstlerflausen vielleicht super miteinander kommunizieren und all sowas. Und also dasselbe, was ich den anderen sage, mit denen ich da in Berlin jetzt versuche zu kooperieren, Zelt hinstellen, ab und zu, wenn man sowieso in Berlin ist, in dem Zelt auch sein und ansonsten kann man sich überall rumtreiben und alles machen. Natürlich könnte man auch mit dem öfter drüber reden, wie sieht die Aufgabenlage aus und was kann man da machen. Da hätte man jetzt zum Beispiel mitgucken können, dass das Letzte, was genehmigt wurde, von den Toren direkt vom Kanzleramt, nämlich so eine Mahnwache, die da war, mit Pavillon und Infomaterial. Und wohlgemerkt, völlige Argumenteoffenheit. Da hätte man auch sagen können, ja, wir müssen aber nochmal genau drüber nachdenken, ob nicht die Corona-Maßnahmen das Beste sind, was uns passieren konnte. Ja, alles kein Problem, ne? Hauptsache offene Diskussion. Und die anderen Standpunkte sind auch möglich. Also da hätte man schon in der Zeit eben so mitgucken können, ob man diese Mahnwache, diese Infomahnwache, vielleicht teilweise mit Unterstützung, wenn es nur durch gutes Zureden ist, aber vielleicht auch durch mit dabei sein oder Musik da machen oder ach, was weiß ich alles, was man machen könnte. Aber jedenfalls nicht so,
dass das jetzt der Steinbruch ist, wo man, wer weiß, wie rangenommen würde von der Arbeit und gequält würde und ist alles so schwierig und kann man alles nicht machen. Und trotzdem kann man es sich auch so dosieren, dass man sagt, ist alles zu schwierig und da ist kein 0,% Anteil mit drin. Dann ist es so. Und in Schenkerbewegung wird das voll respektiert, dass man sich da selbst dosiert. Okay, damit habe ich jetzt wieder viel gequatscht und gebe erstmal weiter wieder. Naja, das klingt für mich so, als ob den Unterschied, den du mir empfiehlst, dass ich nicht mehr Gartenarbeit mache und dass ich nicht mehr verzweifelt bin, denn ich glaube, für den Argumenteaustausch bin ich ja offen. Wenn du das anders siehst, sag bitte Bescheid. Und was ich anders machen könnte, höre ich raus, wer mich an der Sache in Berlin beteiligen. Ja, das ist natürlich immer toll, nicht verzweifelt zu sein. Und ja, also über sowas denke ich schon teilweise nach. Wenn ich halt nicht den Garten machen würde, wäre ich halt flexibel. Aber tatsächlich, um dich möglicherweise zu desillusionieren oder zu enttäuschen, sind da mehrere Gedanken in meinem Kopf. Inwiefern es mir halt wichtig ist, mich nur mit Problemlösungen recht erfolgsunversprechend auseinanderzusetzen für die ärgsten Probleme der Welt, oder inwiefern ich scheinbar nach recht unregelmäßigen Einheiten, wann mein Bedürfnis gerade groß wird, mich halt mit Spielen beschäftigen. Und natürlich habe ich da eine gewisse Scham oder Unzufriedenheit oder sehe ich, dass es anders toller wäre, aber denke mir halt, scheinbar ist so mein aktueller Reifegrad und ja, bin immer noch recht zufrieden mit mir. Auf eine Art, wenn ich mich vergleiche mit dem Großteil. Und ja, also das als Antwort und gern präzisieren, was mich stört, oder was ich mir anders wünschen würde, das war auch eins der Themen in dem Artikel, auf den du noch nicht geantwortet hast. Ich finde es sehr schön, wenn du jetzt quasi an meinem Beispiel so allgemein dargelegt hast, was man machen könnte. Aber für mich kam dabei die Interpretationsmöglichkeit raus, dass ich es halt nicht so machen würde, dass ich mich halt nicht für offenen Argumenteaustausch priorisieren würde. Also dass ich jetzt nicht im Forum hänge. Klar, wenn ich es priorisieren würde, würde ich die ganze Zeit im Forum hängen, aber wenn ich halt das Gefühl habe, da passiert nichts. Ansonsten bin ich ja in den Konferenzen und weiche ich keinem Gespräch aus, meiner Meinung nach. Und in der Regel tendiere ich eher dazu, die Leute damit zu überfordern, dass ich Gespräche tendenziell einfordere. Ja, also wenn du irgendwas anders siehst, sag es mir gerne. Und damit gebe ich mal weiter. Ja, so, ja, also mein Tipp wäre noch, in die Basis gehen, also in die Parteibasis und dort einfach Leute für morgen heute, für das Projekt morgen heute finden. Denn in der Basis sind lauter Leute, die wirklich sehr alternativ sind teilweise, wie gesagt. Und in diesem Sinne, also einfach letztendlich erstmal eine nette Frau finden und dann gemeinsam die nächste nette Frau für die Kommune suchen, dann den nächsten netten Mann für die Kommune suchen und so Stück für Stück aufbauen und immer mit Mediation, Supervision dabei. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich jeden Tag versuchen würde, dann zur Verfügung zu stehen, damit das Ganze dann beglückend wird. Denn, wie gesagt, es ist eben keine Kleinigkeit, die ganzen vorteilbringenden Irrtümer des Kapitalismus aus unseren Köpfen rauszuschmeißen. Das ist die Höchstschwierigkeit. Wir müssen uns nochmal richtig klar machen. Die Bonobos sind völlig frei von vorteilbringenden Irrtümern. Am deutlichsten sieht man das,
wenn man also nur sieht, die bei uns alles, was mit Körperlichkeit und Sexualität zu tun hat, ist ja so völlig verklemmt. Und bei den Bonobos ist das völlig frei. Da gibt es kein Schamgefühl, keine Verklemmtheit, nichts, gar nichts. Und da sieht man diesen Riesenunterschied. Da sind die einen Lebewesen, die sind völlig frei von vorteilbringenden Irrtümern im Kopf. Und dann sehen wir die kapitalistischen Menschen und da ist alles voll von vorteilbringenden Irrtümern, von oben bis unten. Und dadurch ist es natürlich auch unheimlich schwer, dass auch nur zwei, drei, vier Kommunenleute wirklich es schaffen, sich gegenseitig zu beglücken. Und was mache ich im Moment als Ersatz? Ne? Als Ersatz gucke ich einfach Krimis. Ich gucke in ZDF und ARD eigentlich nur noch Krimis. Ich gucke auch im Moment noch nicht mal mehr Tagesschau und heute, sondern gucke nur noch Krimis, weil das sind so die so Comedy gemacht und das ist jetzt mein Ersatz für Kommunenleben. Also quasi ist die Krimis mit den immer gleichen Leuten zu sehen. Das ist natürlich reine Konsumsucht. Aber wie gesagt, auch sogar das Krimi-Gucken ist noch besser, als mit Leuten irgendwo zusammen zu sein, die nicht in der Lage sind, den Selbsterkenntnisweg zu gehen und die vorteilbringenden Irrtümer aus ihren Köpfen rauszuschmeißen. Und ja, und insofern wäre es natürlich toll, wenn das morgen heute, wenn es da gelingen würde, vielleicht über die Partei, die Basis, kommuneninteressierte Leute zu finden, wenn man das dann begleiten könnte und wenn man dann über online sehen würde, dass sich da wirklich Menschen wirklich den Selbsterkenntnisweg gehen können, die freie Argumentokultur des wechselseitigen Falsifizierungsprozesses hinkriegen, sich hinterfragen können, vorteilbringende Irrtümer wirklich effektiv rausschmeißen können und dann wirklich es so aussieht, als wäre da ein lustvolles, glückliches Leben möglich. Ja, dann kann man den nächsten Schritt gehen und auch das Physische gehen. Aber meine Erfahrung war bei vielen Projekten, da hätte ich mir das Physische sparen können, denn wenn man über Online-Konferenzen schon gesehen hätte, dass die Leute gar nicht entwicklungsfähig sind, dann hätte man sich den physischen Aufwand sparen können. Das waren meistens weite Fahrten und viel Aufwand, ja. Und das Erste ist nämlich einmal, ob die Leute miteinander sprechen können, ob sie eben, wie gesagt, die freie Argumentokultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches praktizieren können. Und zu der freien Argumentokultur muss aus meiner Sicht immer gehören die Frage, dass jeder im Forum immer wieder die Frage stellt, wo habt ihr anderen den Eindruck, dass in meinem Kopf noch, ohne dass mir das bewusst ist, vorteilbringende Irrtümer sein könnten, weswegen ich zum Beispiel ja irgendwie auf jeden Fall auch für die anderen dadurch dann eine geringere Glücksquelle sind, als es von der Natur her aus möglich wäre. Ne? Und das ist der entscheidende Punkt, diesen Weg zu gehen. Ich meine, beim Staat und bei der Politik und bei der Verfassung, da haben wir ja alle Konzepte fertig, alle Reformen fertig, alles fertig. Und bei der Kommune ist es wirklich so, dass es ja dann eben wirklich nur über den Weg geht, Selbsterkenntnis. Also Forum, jeden Tag ein Forum mit der Frage, gibt es irgendwelche Spannungen im Raum? Und dann die sofort zu bearbeiten mit Supervision, mit Mediation, mit Friedensagenturbegleitung. Und dann so die Frage, wo hat irgendjemand in der Gruppe irgendwie auch nur den geringsten Verdacht, dass in meinem Kopf noch vorteilbringende Irrtümer sein könnten, die mich irgendwie steuern, die mich als Killerviren des Geistes so durchmanipulieren. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst.
Zum Beispiel, es gibt da so einen bestimmten Erreger, zum Beispiel, der bringt die Ameisen, indem er denen aufs Gehirn drückt, sozusagen, zwingt die dazu, Grashalme hochzuwandern, sich oben festzuklammern, dann kommen die Kühe und fressen die Ameise und dann so gelangt der Erreger in den Kühekörper und dort vermehrt sich dann dieser Erreger und so weiter und wird dann wieder ausgeschieden, wird dann wieder von den Ameisen aufgenommen und die Ameisen klettern wieder den Grashalm hoch und alles ist ein parasitärer Ablauf und wir müssen uns Menschen wirklich so sehen, wir sind einfach Opfer einer riesigen Summe an vorteilbringenden Irrtümern, sind durchmanipuliert von vorne bis hinten und sind deswegen schaffen es nur mit größter Mühe, uns in Kommunen wirklich gegenseitig glücklich zu machen. Ja? Man kennt ja auch das Beispiel der normalen Wohngemeinschaft. Ja, die schaffen es ja noch nicht mal oft, sich an irgendeinen Putzplan zu halten, geschweige denn, sich sonst wie glücklich zu machen. Und eigentlich ist dann die Wohngemeinschaft nur so ein billigere Art zu wohnen, aber hat eigentlich mit Kommune meistens gar nichts zu tun. Ne? Ja, und dann noch einmal zu dem Thema im Wald essen und so weiter, das halte ich für sehr gut möglich. Das ist für mich jetzt auch mal so eine neue Idee, noch mal deutlicher, als ich sie früher bis jetzt formuliert habe. Vielleicht sind es ja im Laufe der Evolution die vorteilbringenden Irrtümer der Nahrungshändler gewesen, die uns da uns wegmanipuliert haben von dem, was in der freien Natur wächst. Natürlich liegt es im Interesse des Nahrungshändlers, uns glauben zu machen, dass nur, was irgendwie industriell hergestellt ist oder landwirtschaftlich hergestellt ist und eingeschweißt ist und in Plastik ist, dass nur das Nahrung sei. Aber vielleicht ist es einfach so, dass die Nahrungshändler uns einfach wegmanipuliert haben mit ihren vorteilbringenden Irrtümern von dem, dass eventuell in der freien Natur vielleicht wirklich ausreichend alles wächst, was man nur, so wie die Bonobos auch, die gehen rum und essen das, was da ist. Ja? Da gibt's kein bewusstes Landwirtschaften. Das einzige Gärtnern bei den Bonobos besteht daraus, dass die natürlich die Früchte, die ihnen am leckersten schmecken, natürlich auch häufig essen und dann die Samen irgendwann ja wieder ausscheiden und dadurch quasi den ganzen Wald verwandeln in einen Wald, in dem immer mehr, ein immer höherer Prozentsatz von Bäumen, die Nahrungsbäume sind für die Bonobos, sich ausbreiten sozusagen. Das ist das natürliche Begärtnern der Region sozusagen, ja. Und des eigenen Lebensumfeldes. Und mehr machen die nicht. Sonst, ansonsten gehen die nur rum und essen das, was da ist. Und die Männer gucken wohl, wo könnte demnächst welcher Fruchtbaum reif werden. Und dann schenken sie den der jeweiligen ganzen Kommune, indem sie mit einem Ast auf den Boden schlagen, signalisieren, folgt mir. Ihr wisst ja, ihr könnt mir vertrauen, ich habe euch bis jetzt auch immer zu guten Fruchtbäumen geführt und dass sie dann hingehen und dann vorangehen und dann die reifsten Früchte in die Hände nehmen und sich die von den Frauen und Kindern aus der Hand nehmen lassen, dann guten Sex haben und guten Zugang zu den Eizellen der Frauen gewinnen und dann der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden, ohne dass sie überhaupt wissen, wer der Vater welches Kindes ist. Denn das ist ja immer wichtig, dass alle mit allen Sex haben, damit keiner auf die Idee kommen kann, Kinder zu töten. Und bei den Bonobos gibt es eben, wie bei uns wahrscheinlich vor 400.000 Jahren, null Kindstötung, die sonst bei Säugetieren ja unheimlich häufig vorkommt. Ne? Ja, also von daher kann ich nur anregen, ja, jetzt ist gerade jemand abgestürzt. Wir müssen, glaube ich, nochmal Pause machen. Ich gebe auch weiter an Öffe. Öffi ist rausgefallen und gleich sind die 2 Stunden um. Ich will. Ja, also da sind wir wieder nach kurzer Unterbrechung, weil nach 2 Stunden endet unsere Telefonkonferenz immer erstmal und jetzt sind wir wieder zu dritt hier versammelt. Und ich mache weiter mit den spannendsten Themen.
Also erstmal war die Frage von Luis, wie ich es denn mit seiner Kommunikationsoffenheit so sehe, ob da eben auch Mängel wären. Also erstmal schütte ich da natürlich einmal von Lob jetzt aus, also von allen derzeitigen Verbündeten in Schenker-Bewegung ist der Anspruch, da sich einzubinden in solche Kommunikationsabläufe, immer auf wichtige Frage, bestbegründbare Antwort, die Methoden, auch die Konfliktmethoden und so weiter, und da eben hinzugehen und sich in ein, ja, in die Zusammenhänge reinzugeben, in die Organisation, in den Projektversuch und so weiter. Also als sozusagen Top-Agent der freien Argumentekultur, einschließlich des Hineingehens in den Versuch des Gemeinschaftsexperiments, bist du ein unerreichter Stern jetzt im Moment. Also das der weitestgehende Verbündete, ne? Weil du weißt, wie es ist, ne? Deshalb jubel ich ja, dass die Leute in der Landhütergenossenschaft hingehen und sagen, sie machen da jetzt eben das Forum zur Voraussetzung, damit die Leute klar eben bereit sind, ja, am Argumentieren teilzunehmen. Das ist der Hammer, ne? Das habe ich in Schenkerbring in 30 Jahren mit meinen dortigen Verbündeten nicht hingekriegt, dass wir diese Intensität des geistigen Austausches so geordnet in dieser Weise, wie es da möglich ist, miteinander zur Basis machen würden. Ne? Müssen wir auch nicht. Die Verbündeten haben ja diese große eigene Dosierungsfreiheit. Aber habe ich da sonst nicht. Ne? Wer war von den anderen im Forum, Luis, als du und ich dann da uns schon getummelt haben? Ne? Also von daher. Und Dylan, der andere, mit dem ich hier jetzt rede, ist ähnlich aufgeschlossen, sage ich mal, für diese Kommunikationsdimension. Es geht jetzt nicht so rein schon in diese Kommune und sonst was Dimension, aber er hat sogar einen gewissen Vorteil sogar gegenüber dir, Luis, wenn ich das schon so offen sagen soll, bei der Frage, wo ist es nun mehr oder weniger wichtig, sich drum zu kümmern, da sehe ich es, dass du da schon, ja, erheblich weiter sein könntest oder weiter gehen könntest, auch jetzt, ne? Dass der Garten jetzt nicht so wichtig ist, dass du aus der Natur sammeln könntest, wenn du ganz radikal und mit Selbstversorgung das machen willst, dass man aber wirklich auch genug zu essen sonst hat, dass da wichtiger wäre, sich an den revolutionärsten Dingen, ob jetzt online Leute suchen, die wichtigsten Aktionen im Forum der Landhütergenossenschaft und. Dass das wichtiger ist, ne? Da ist natürlich Dylan mit Vorschlägen, die er jetzt macht, also besser statt Garten ist dann auch in der Basis mitzumachen. Die haben ein Forum, ne? Also in das Forum habe ich einen, ich sage mal, Provokationsbeitrag reingeschrieben. Leute, seht ihr nicht, dass freie Argumentekultur die Basis von allem sein müsste und an erster Stelle kommen müsste? Dann ist einer ja mal kurz zu uns in das freie Argumente-Forum gekommen, aber das hat sich dann verlaufen. Das kann ich auch nicht abdecken, da an diesen Stellen weiter dran zu bleiben, ne? Und da jetzt zu sagen, hallo, hier bin ich, ich bleibe da ansprechbar, ne? Wer war denn aufgeschlossen und wie kann ich mit dem, der aufgeschlossen war, jetzt weitermachen oder wie kann das dann so laufen? Also da ist natürlich Dylan mit seinen Akzentsetzungen, besser wäre Basis als Garten, ja, eine Spur weiter in dieser Wichtigkeitsorientierung. Aber das ändert, wie gesagt, nichts daran, also der Gesamtanspruch, diese Kommunikationsoffenheit zu leben, einschließlich mit Haut und Haaren, sich da in so ein Projekt auch reinzustürzen, da bist du der leuchtende Stern. Aber auf der anderen Seite musst du eben aufpassen, aber es ist ja schön, dass wir drüber reden, ne? Und ich meine, wir können uns ja überlegen, mit wem könnte man denn sonst so reden? Also auch, dass ich mit dir dieses Video machen konnte über die Selbstentmündigung, wenn man nicht verantwortungsreif ist. Halte dir kurz vor Augen, welche Diskussionen wir geführt haben mit den Top-Aktivisten da von Extinction Rebellion. Der Öff redet vom Post-Conventional Level, der will den Leuten hier das Wahlrecht nehmen, der will ihnen Bedingungen stellen und Zwang und sowas, ne, dass sie nicht mehr alle einfach mitentscheiden können, ohne dass man nach Reife guckt. Stell dir mal vor, wir hätten damals schon gesagt, jo, wir haben gerade ein Video gemacht, wie wir uns entmündigen lassen würden, wenn wir die Reife nicht mehr haben. Oh, das sind die Kommunikationsabläufe. Also von daher, wir sind nicht zufällig hier jetzt gerade so unter uns und es ist nicht zufällig so, dass wir, Luis, da so ein Video gemacht haben, in dem diese Frage vorkam. Da rollen doch die anderen Menschen alle mit den Augen. Da rennen die doch weg, ne? Also mit Teufel vor dem Weihwasser ist gar kein Vergleich. Ja, gut. Also von daher. Aber es gibt dann eben wirklich auch Bewusstsein. Es sind nicht mal nur Argumentationsabläufe. Es ist mehr so, dass das Unterbewusstsein einem Streiche spielt.
und Argumentationslogik vorgaukelt, die eigentlich, wenn man da jetzt streng und kritisch drauf schaut, sich sofort wegblasen lässt. Denn du hast jetzt eben wieder gesagt, ja, vielleicht könnte es aber sein, dass einfach meine Motivation zur Spielerei doch auch wichtig ist. Ja, ist doch gar nicht das Problem. Aber dein Unterbewusstsein, ich sage das jetzt mal einfach so psychologisch deutend, dein Unterbewusstsein gaukelt dir vor, es wäre eine Entweder-Oder-Entscheidung. In mir ist das Bedürfnis zu spielen. Also müsste ich nur noch spielen. Und dann müsste ich weg sein und dann dürfte ich gar nicht mehr mit den Foren sein oder dann würde ich nicht mehr mit bei den Aktionen sein, wie Berlin oder sowas. Ich würde nur noch spielen. Also das Unterbewusstsein gaukelt einem an dieser Stelle, wo dieses Spielbedürfnis hochkommt, vor, es geht nur als Schwarz-Weiß-Sichtweise oder Entscheidung. Es geht nur als Entweder-Oder. Entweder spielen oder Schenker bewegen. Und da ist es doch so, du konntest doch jetzt auch schon die ganze Zeit spielen. Ich sehe auch den Gartenbau jetzt als Spielerei. Du sagst, das ist jetzt so, hast du dir vorgenommen, wolltest was lernen, gut, alles schon gut. Ich habe nie gesagt, dass sowas ein vorrangiges Tätigkeitsfeld wäre, wenn man nach Wichtigkeit geht. Und genauso das andere mit der Plattform, den Musikmachereien und sowas alles. Ne? Du konntest doch schon spielen. Du konntest überwiegend spielen. Überleg mal, wie der Anteil war am Tag. Dann. Und insofern, wenn man es nicht sich vom Unterbewusstsein als Entweder-Oder vorgaukeln lässt, dann liegt darin gar kein Problem, weil du könntest massiv spielen bei all den anderen Dingen. Es könnte jemand da Projektleiter von morgen heute sein. Er könnte teilweise, wenn er sonst ja auch irgendwo mal rumfährt, so um Leute zu besuchen, die Zeit könnte er eher nutzen für Revolution, also dann auch Leute kennenlernen und besuchen, die jetzt zum Beispiel in Berlin Zeltcamp machen. Er könnte mitmachen, wenn das Forum, Freie Argumente Forum, wenn da zu wenig Leute sind, dann kann man gucken, wo geht es am ehesten, wie jetzt Landgütergenossenschaft und so weiter und so fort. Und was glaubst du, wie viel Zeit dann übrig bleiben könnte, selbst dosiert, für Spielen? Also die Leute, mit denen ich da in Berlin eben zu tun habe, die spielen auch alle 95% und ich bin ja schon froh, wenn da einer sagt, ja, ich stelle mein Zelt daneben und bin dann da auch drin oder schlafe da auch drin. Anwesenheit zählt, könnte man sagen. Oder wie bei Olympiade, dabei sein ist alles. Das ist es im Prinzip schon. Und mehr ist gar nicht nötig. Ne? Auch wenn man dann der Letzte ist oder keine Leistungsfähigkeit hat und was weiß ich, beim 100-Meter-Lauf nach 2 Meter Humpeln aufgibt. Alles okay. Aber schon die Anwesenheit, schon präsent, schon dabei sein, ist gewaltig. Ne? Also dass da derjenige jetzt ist, von dem ich annehme, mit dem könnte ich sonst so gut wie nichts planen und der wird 98% seines Lebens einfach nach Lust und Laune da machen, was er Bock hat. Trotzdem, wenn er allein da sein Zelt hinstellt, ist da super. Ist ein echter Vorteil. Der Faden des Zeltcamps ist gewahrt. Das heißt, man könnte es dann auf die Prozentfrage bringen. Ne? Wie viel Prozent will man denn spielen? Gut, dann soll man sich hinsetzen und sagen, spielen. Und wie viel Prozent will man übrig behalten, weil man denkt, da ist auch noch die Vernunftseele oder da ist auch noch dieses Verantwortungsgefühl. Da ist dieses Interesse auch, mit anderen Leuten über die ernsten und verantwortlichen Dinge zu reden und da was draus zu machen, zu planen. Wie viel Prozent bleiben übrig? Und die werden jetzt genutzt. Und wenn man da toll mit sein will, dann nutzt man sie natürlich dann nicht wieder für hauptsächlich hier in die Ecke spielen und da in jene Ecke spielen, sondern dann möglichst so, dass man wirklich einfach miteinander guckt, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie sind die Aufgaben, die Projekte, die Wichtigkeiten. Und dann setzt man sich das da ein. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, toll fände ich, weil wir stehen alle unter Dampf. Ne? Jeder will nicht nur der Vernunftteilige sein und 100% Revolution machen. Jeder hat seine Ablenkungssachen, steht unter Dampf, weil die Flaschengeister was wollen. Und ich meine, da bin ich ja froh drum. Louis, ein Thema in dem Forum war ja auch das mit der Ablenkung, wo du gesagt hast, ich soll was schreiben. Da werde ich den Link reinsetzen jetzt zu der, wann war das, vorletzten Sendung, die wir hier gemacht haben, wo ich das Ablenkungsthema beschrieben habe. Ne? Was man alles machen kann. Ne? Wir haben Projektverantwortliche gehabt, die haben ja Horrorfilm oder Horror-Videospiele gemacht. Ich bin der Ansicht, also außer jetzt diesen Selbstarbeitsmethoden, kann vielleicht noch das Arbeiten mit der sexuellen Energie oder so was sein. Aber also ich bin kein Horrormensch. Aber trotzdem, es wäre genial in meinen Augen, wenn man dann sagen würde, okay, 2 Stunden am Tag mache ich eben irgendeinen Blödsinn, den ich haben will, was Dampf ablässt. Und wenn man zum wildesten Horrortier wird, was da in Videos oder Computerspielen oder so sich austoben kann. 2 Stunden und der Rest steht dann zur Verfügung, um jetzt mal wirklich Vernunftseelenmensch zu sein und vielleicht Revolutionsengagement mitzuplanen. Wäre der Hammer, wäre super gut. Ne? Und von daher, ja, also es ist kein Entweder-Oder. Es ist alles Abwägung und Dosierung.
Und in dem Bereich, wo wir sagen, jetzt ist mal ohne Spielerei, eben nach Wichtigkeit gehen und gemeinsam planen. Also das ist der Bereich, an dem ich am meisten interessiert bin mit euch. Ne? Ich meine auch für Dylan, der konnte ja jetzt auch raushören, ne? Diese Landhütergenossenschaft und so, ne? Kann was total Spannendes sein. 30 Jahre in ganz Deutschland und auch über Deutschland hinaus. Ich kenne keine NGO, die so sehr auf der Kippe steht, dass da Argumentekultur sich als Ausschlaggebendes durchsetzen könnte. Ne? Also ich meine, die andere Seite hat schon Vorwürfe gemacht, wir hätten da Mitglieder so jetzt verbotenermaßen einfach so als Welle mit aufgenommen. Haben wir gar nicht gemacht, kein einziger kam dazu. Aber das ist was, was man ja durchaus ins Auge fassen könnte, dass jetzt in diesem Kampf der Waagschalen, dass man sagen könnte, ja, wer ist denn sonst noch hier in Deutschland oder wer läuft denn überhaupt auf dieser Welt noch rum, der jetzt dann da Mitglied in der Genossenschaft werden könnte vielleicht, um das zu bestärken, diese Entwicklung. Ja, alles total spannend. Könnte man drauf kommen, könnte man selber drauf kommen, kann man im Gespräch drauf kommen. Und wenn ihr mich eben fragt, wenn ihr sagt, gut, hier, wie sieht es denn aus, wollen wir gemeinsam planen? Ich nenne das ja Schenker-Übungskonsens, dass ich Leute einlade, auch Verbündete, und wir gucken so auf den Gesamtzusammenhang, was sind alles die Aufgaben, Projekte, möglichen Tätigkeiten, was ist am wichtigsten, in welcher Dosis. Also Schenker-Übungskonsens, wir denken und planen miteinander, wie das Gesamtschiff am besten so über Wasser gehalten werden könnte und weiterfahren kann. Man muss da nichts machen. Ich muss es machen, was rauskommt, die anderen müssen es nicht machen, aber je mehr sie Lust haben, es zu machen, desto besser kommt was raus. Alles klar, gut, Jungs und Mädels, ne? Ich gebe erstmal wieder weiter. Ich bin laut, oder? Ja. Ja, ich glaube, ich habe nichts zu sagen. Ich gebe weiter, danke. Also, oder sieht irgendjemand, dass ein Punkt offen wäre? Also, ich meine, wer schweigt, stimmt zu, gilt natürlich nicht, ne? Aber wenn das so angekommen ist, dass jetzt in dir nicht große Widerstand ausgelöst hat, finde ich das schon faszinierend. Also es war jetzt keine Frage mehr offen. Ja, ich gebe mal, dann mache ich mal weiter. Und zwar die ganzen Alternativen. Es gibt ja tausende von alternativen Projekten und hunderttausende alternative Leute. Was ist das Problem von allem? Warum machen die alle ihr Ding? Die machen eigentlich nur deswegen alle ihr Ding, weil es unterschiedliche Häufungen von vorteilbringenden Irrtümern im Kopf gibt. Die, wenn die einen bestimmte vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben, halten sie jetzt plötzlich diesen alternativen Weg für unendlich wichtig. Und wenn dann irgendwo andere vorteilbringende Irrtümer im Kopf sind, halten sie den Weg für den einzig richtigen. Und alle sind zersplittert. Es gibt kein Miteinander. Dabei müsste die Grundformel lauten, Leute, der gemeinsame Strang ist, wir müssen uns um diese vorteilbringenden Irrtümer kümmern, wir müssen die rausschmeißen, wir müssen den Selbsterkenntnisweg gehen, Kapitalismus, die vorteilbringenden Irrtümer des Kapitalismus in unseren Köpfen rauszuschmeißen. Und als erstes müssen wir, sei es im Forum, als auch in Online-Konferenzen, wie jetzt hier Telefonkonferenzen, miteinander sprechen, und zwar immer hier, ich habe es hier aufgeschlagen, sozusagen die, wo ist es, die Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Und diesen Konsens müsste es eigentlich, da müssten sich das quasi alle Gruppierungen erstmal aufhören mit dem, was sie da alles wuseln und machen, sondern erstmal sagen, wir gehen jetzt alle alternativen Menschen Deutschlands, gehen jetzt in den Weg. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Wir gucken erstmal, wo der Kapitalismus in unseren Köpfen unseren Verstand verwirrt und schmeißen diese vorteilbringenden Irrtümer raus. Und dann der nächste Satz ist ja die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Ist die einzige Chance für die Menschheit, ja, dann,
dann, und dieser Austausch ist eigentlich das Einzige, was die ganzen alternativen Projekte tun sollten. Weil alles andere ist aus meiner Sicht Zeitvergeudung. Denn erst einmal wäre erstmal raus, wichtig rauszu, die vorteilbringenden Irrtümer aus den Köpfen rauszukriegen, weil dann auch ganz klar ist, was zu tun ansteht. In der doppelten Doppelschiedigkeit dann auch ganz klar ist, hier auf der einen Seite haben wir Partei und Verfassung und neue Verfassung, auf der anderen Seite haben wir den Kommunenaufbau. Und meine persönliche Anregung beim Kommunenbau ist, Anbau ist ja, Aufbau ist ja, ja, eben eine nette Frau bei der Basis kennenlernen und dann einfach zu sagen, wir beginnen einfach mit medizinischer Massage. Jeder von uns war vielleicht schon mal irgendwo beim Physiotherapeuten in der Massage und dann all die vorteilbringenden Irrtümer anzuschauen, die schon alleine dabei bei dieser Art von Körperkontakt wechselseitig jeden Tag jeder wird zweimal eine Viertelstunde massiert und massiert die andere Person zweimal am Tag eine Viertelstunde. Und was das schon an Ängsten, an vorteilbringenden Irrtümern im Kopf aktiviert, die dagegen schreien und so weiter. Und so uns dann Millimeter mehr für Millimeter anzunähern und zu gucken, uns anzugucken, was wir alles so an vorteilbringenden Irrtümern aus dem Kapitalismus heraus im Kopf haben, was uns eigentlich diese menschliche Annäherung und dass der Mensch wieder zur Glücksquelle des Menschen wird, verhindert. Das ist halt meine persönliche Anregung aus meiner Erfahrung raus, dass eben ich selbst das auch erlebe. Übrigens kann ich das gerade mal erzählen. In den letzten Tagen gab es ja ein paar Tage mit herrlichem Wetter, super warm. Und bei uns in Köln sind die Mädchen quasi alle nackt rumgelaufen, ja, sozusagen. Alle in ultrakürzesten Höschen, obenrum kaum was ran und haben aber gezeigt, ja, das gibt doch noch ab und zu ganz hübsche Frauen und Mädchen. Und ich musste immer an den Satz von Mick Jagger und Keith Richards bei den Rolling Stones denken, Painted Black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Das zeigt das ganze Elend des Kapitalismus, ja, dass wir, die wir eigentlich genetisch drauf programmiert sind, sozusagen sich anzunähern, sich in den Arm zu nehmen, zärtlich miteinander zu sein. Das ist verboten im Kapitalismus, weil die vorteilbringenden Irrtümer überall in den Köpfen sind. Ja? Und dann Mick Jagger und Keith Richards haben dann halt den Text geschrieben, wohl, ja, ich sehe die Mädchen vorbeilaufen in ihren Sommerkleidchen und Kleidern und Hotpants und allem. I have to turn my head, ich muss meinen Kopf zur Seite drehen, bis die Dunkelheit geht, nämlich die Dunkelheit geht, dass wir das alles nicht leben dürfen, was eigentlich unsere Natur uns eigentlich anleitet zu tun. Und ja, man könnte jetzt sagen, ja gut, ein Hirsch kriegt ja auch nicht jedes Weibchen, was er haben will, weil die haben nun mal ein System, das, wo die Hirsche gegeneinander Rivalenkampf machen und nur der Gewinner des Rivalenkampfs kriegt dann den Zugang rein physisch zu den Frauen und eben nicht der Verlierer. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir haben gar kein solches Fortpflanzungssystem. Wir haben keinen Rivalenkampf. Wir haben die Eckzähne verloren, die beim Gorilla für den Rivalenkampf stehen. Also bei uns gibt es eigentlich keine Sperre, denn beim Hirsch oder beim Elefanten ist die Blockade, die den Sex, den freien Sex verhindert, ist immer der Rivale mit seiner physischen Gewalt. Da es bei uns aber genetisch den Rivalenkampf gar nicht gibt und unsere Waffen dafür ja abgeschafft wurden, unsere großen Eckzähne sich wegevoluiert haben, ist ganz klar, dass unser Paarungssystem eigentlich daraus besteht, dass alle mit allen Körperkontakt haben und alle mit allen Sex haben. Und das
Sobald man darüber spricht, werden alle vorteilbringenden Irrtümer in den Köpfen laut und fangen an zu schreien, nein, Sex ist doch nicht wichtig, Körperkontakt ist doch nicht wichtig. Aber ich wette, Louis würde sich nicht einsam fühlen bei Morgen heut, wenn außer den Online-Konferenzen und den Online-Forum täglich sozusagen noch zwei hübsche Frauen da wären und er mit beiden jeden Tag dreimal Sex hätte und dann diese wechselseitige medizinische Massage. Ich glaube, dann wäre die Einsamkeit wie weggeblasen, bin ich ganz sicher, wenn Louis sich das erlauben könnte, wenn nicht seine vorteilbringenden Irrtümer im Kopf wieder dann ganz laut schreien würden und sagen, nee, das geht doch nicht, das darf doch nicht sein, mit zwei Frauen und die Frauen dann, nee, das darf doch nicht sein, dass der Louis auch noch mit der anderen Frau Sex hat, das darf doch nicht sein. Und dann, wenn dann irgendwann zwei Männer und zwei Frauen, wenn es dann durcheinander geht, ja, dann kommen die vorteilbringenden Irrtümer immer zum Vorschein. Ach, nee, du musst doch eifersüchtig handeln, du musst es doch schlecht finden, dass der andere Mann jetzt auch mit den beiden Frauen Sex hat und so weiter, ja? Und das sind die eigentlichen Aufgaben, die aus meiner Sicht und meiner Erfahrung bei einer Kommune anstehen. Denn ja, und der erste Schritt ist, in die Basis zu gehen im Umfeld und dort hübsche Frauen kennenzulernen und die einzuladen, nach Morgenheut zu ziehen oder zu Gast zu sein in Morgenheut. Und dann auch an dem Forum mit der Online-Zuschaltung dabei zu sein und dann den Weg der Selbsterkenntnis zu gehen. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Und dann eben, ja, eigentlich müsste man alle Projekte ansprechen und sagen, ja, hoppla, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass wir alle auf dem Holzweg sind, weil wir alle zersplittert sind, anstatt erstmal das Richtige zu tun, den Kapitalismus in unseren Köpfen rauszuwerfen, die vorteilbringenden Irrtümer rauszuwerfen, aufzuhören, Lobbyisten wider Willen von irgendwelchen Splitterinteressen zu sein, die am Ende gar nichts bringen, weil mittlerweile Millionen Alternative auf der Welt, Millionen völlig zersplitterte und aneinander vorbeigehende Einzeldinge tun, die niemandem was bringen und die nichts verändern und gar keine Chance haben. Wir müssten eigentlich alle zurück auf die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches und alle zurück auf den Selbsterkenntnisweg. Liebe andere Leute, sagt mir, wo meint ihr, dass ich vielleicht noch vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben könnte, die sozusagen dazu führen, dass ich eben, ja, immer noch daneben bin, nämlich kapitalistisch im Kopf bin und eben kein Naturmensch bin. Ne? Ja, also ich hoffe, dass da müssen wir hin und da müsste man alle alternativen Projekte, müsste man um diese zwei Sätze gruppieren. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt und die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ist die einzige Chance für die Menschheit. Und wenn wir dann noch die Worte dazu nehmen, vorteilbringende Irrtümer rausschmeißen, VIs aussterben lassen durch PAs, aber man kann auch die VIs eben aussterben lassen durch Gruppenarbeit und die Arbeit daran und quasi aufhören, die vorteilbringenden Irrtümer rausschmeißen und dadurch aufhören, Lobbyist wider Willen für irgendetwas zu sein, was am Ende irgendwelche vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher profitorientierter Sparten der Gesellschaft sind. Ja, das ist so. Das ist die Anregung, die ich geben kann aus all meiner Erfahrung mit all diesen Kommune-Projekten und allem. Ich gebe weiter an ÖFÖF. Ja, danke schön. Also ich bin der Ansicht, wir sind jetzt schon wieder gut dabei und ich muss hier gleich dann zu meinem übrigen Projektleben auch noch mich wieder hinbegeben. Also insofern, sage ich mal, könnten wir vielleicht auch zum Abschluss kommen, auch für heute, ne? Das sind natürlich alles Dauerbrenner-Themen, die uns weiter begleiten werden. Ich sehe das jetzt mal als Versuch eines Abschlussbeitrags von mir, es sei denn, da kommen noch so heiße Dinge dann auf, dass das weiter zu verfolgen ist.
greife das auf, was der Dylan jetzt gesagt hat. Ja, ich meine, wir werden natürlich schon von vielen um uns herum auch dadurch ja, mit schälendem Blick angeguckt werden, dass wir für Bonobo-Sexualität sind als Erfüllung, statt dass man jetzt hier sein Geld dann eben verdient und zur Bank bringt und denkt, man ist dadurch ausgefüllt oder sein Auto wäscht. Ja, also insofern ein heißes Thema, ne? Auch der Bonobo-Sex und was wir daraus machen können und dass der Dylan den Louis schon mal einlädt, statt die Schnecken zu killen, lieber die Frauen zu massieren. Alles gute Sachen. Aus meiner Sicht wäre es auch besser. Ne? Und die Idee überhaupt, ein paar Frauen aus der Basis abzuziehen und nach Morgenheut zu bringen. Alles gute Vorstellung. Also der Dylan kommt auf faszinierende Ideen. Ja. Ich hatte ja auch gesagt, ne? Also für mich als sinnvollste Ablenkung, also welche Spielerei kommt mit im Vergleich zu Sexspielen? Also im Prinzip, obwohl das natürlich auch bedeutet, dass der Louis mit den Frauen auch Bücher lesen könnte oder meditieren könnte. Ne? Also das muss jetzt nicht eng geführt sein. Ne? Das, also ich fand das ja lustig, dass ich mal irgendwo gehört habe, da gibt es eine Region, die sagt, wenn die dann wieder aufwachen, dann wachen sie auf mit einer Wiese voller Jungfrauen und rennen denen hinterher, um die Jungfrauen zu fangen. Da kann man sich schon überlegen, ob das Bücherlesen oder Meditieren nicht auch eine echte Alternative sein kann. Oder bei zwei Frauen und jeweils vielleicht dreimal am Tag. Sechs wird die irgendwann vielleicht auch anstrengend, aber gut. Und ich hatte ja schon, ihr wisst, vor ein paar Wochen beim Ablenkungsthema habe ich ja auch gesagt, ne, also für mich, ich muss nicht irgendein Mafia-Boss oder Monster in Horrorspielen oder sowas sein. Also ich finde Sex auch interessanter. Ich hatte ja schon dazu gesagt, wenn irgendwann mal noch Leute kommen, also ich habe ja schon mal jahrelang da so dieses Verfahren gehabt wegen Verbreitung von Pornografie, völlig absurde Vorwürfe. Aber wenn noch irgendwelche Leute kommen und den öfter angreifen oder ihm was vorwerfen, ich habe ja schon vor zwei Wochen mal das, glaube ich, gesagt, bei mir immer gucken, also wenn ich dann vielleicht gerade schon vom Auto überfahren bin, immer gucken, ob Angriffe auf FF nicht umgedreht werden können. Also ich arbeite eigentlich meine Themen, mit denen ich dran bin, immer so aus, dass Leute, die es tun wollen, die fair mit den Dingen umgehen wollen, die können es umdrehen. Also ich habe euch ja schon gesagt, wenn ich damals gewusst hätte über den Staat, was der ohne Altersbeschränkung im Internet für die Kinder, wenn sie Website anklicken, zulässt an pornografischen Darstellungen, dann müssten erstmal alle vom Staat eingeknastet werden, ne? Also gemessen an solchen Gummiparagraphen, mit denen die da umgehen. Aber gut, das sei nochmal ja auch erwähnt. Und ansonsten, glaube ich, hatten wir sehr viele Themen, die auch damit zu tun haben, ja, wie frei wir uns dosieren können. Ne? Also keiner soll hier unter der Knute stehen und an der Stechuhr, sondern große Freiheit, alles so zu denken, wie man es durchdenken kann, in aller Vielfalt von Möglichkeiten. Große Freiheit, es sich selbst zu dosieren. Aber ich glaube, es kamen eben so einige Anregungen vor, dass man sich auch nicht selbst verrennen muss in irgendwelchen frustrierenden Ecken, wo doch andere Möglichkeiten noch da sind, mit denen man es sich ein bisschen, ja, lebendiger und ja, attraktiver gestalten könnte, auch das freie Argumente leben. Dazu herzliche Einladung. Ich werde tatsächlich den Menschen von der Genossenschaft, wie gesagt, die andere Seite hat schon vorgeworfen, ihr habt da bestimmt 1000 neue Mitglieder jetzt aufgenommen, die eure Seite unterstützen. Da haben wir noch keinen einzigen aufgenommen. Aber ich werde den Vorstand mal fragen, ob das nicht eben etwas ist, wo wir jetzt tatsächlich auch hingehen könnten und könnten gucken, wo sind jetzt andere Leute, die vielleicht Interesse haben, in die Genossenschaft mit einzutreten und die ein bisschen klare Bilder sehen oder für freie Argumente sind. Eigentlich ein guter Gedanke, auf den ich jetzt hier während des Abends heute gekommen bin. Ne? Und dann würde ich, wenn der sagt, ja, können wir jetzt machen, da spricht eigentlich nichts gegen, würde ich euch das nochmal dann konkreter empfehlen, da mitzumachen. Also da spielt auf jeden Fall Kommunikation sich ab zwischen ein paar Leuten, die ausreichend gründliche Kommunikation dieser Art suchen und zur Basis machen wollen. Also sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ganze 30 Jahre, die ich mich alternativ engagiere, wäre es die erste NGO, wo eine Kerngruppe überhaupt es hinkriegt, statt der Willkürintrigen auf Argumentekultur umzuschalten. Okay, ihr zwei. Also es hat mich wieder gefreut. Ich wüsste nicht, mit wem man über die Dinge so reden könnte, ohne dass sie ständig weglaufen wollen. Also am besten natürlich die Selbstentmündigung, wenn man nicht die Post-Conventional-Level-Verantwortungsreife hat. Boah, gut, also Dankeschön, ne?
ich finde das immer wieder extrem bereichernd, dass das jetzt auch aufgenommen ist. Das heißt, irgendwelche Leute, die wirklich das Lustigste auf der Welt sich anhören wollen, können sich dann unsere Talks anhören. Ja, seid umarmt durchs Telefon und lasst euch gut gehen. Ich gebe weiter. Dankeschön. Also was ich jetzt mitgenommen habe, war noch mich bei der Basis nach weiblicher Unterstützung umzuschauen, zum Beispiel. Du hast das wahrscheinlich schon mal hier und da den Weg aufgezeigt, wie man das am besten macht, lieber Dylan. Vielleicht würdest du es nochmal mir genau sagen. Ja, und ansonsten danke ich auch. Und bis bald. Danke auch fürs Aufnehmen und so. Ja, und bei der Basis, also ich stelle mir das so vor, wie... Du musst ein bisschen lauter reden. Ja, ich stelle mir das bei der Basis so vor, wie ich das ja auch kenne aus früheren Zeiten und so weiter, dass man sich dann auch sozusagen dann vielleicht danach irgendwo zusammen noch ausgeht und dass man sich dann umarmt zum Abschied und so weiter. Und irgendwie, man kommt sich so nah, dass man dann eben drüber sprechen kann und sagen kann, ja, für dich wäre immer ein Platz in Morgen heute frei, wo wir dann gucken könnten. Und wir haben auch Supervision, Mediation, Friedensagentur immer dabei, jeden Tag. Und ja, wir können das große Glück suchen und können parallel in der Basis die politische Ebene und die Verfassungsebene laufen. Und im Projekt Morgen heute können wir es versuchen, den Kapitalismus in uns, die Summe aller vorteilbringenden Irrtümer der einzelnen Sparten, rauszuschmeißen und die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches zu praktizieren und eben glücklich natürlich zu leben in der Kommune und mit der Partei die Basis Verfassung zu ändern und Reformen zu ändern und politische Struktur Deutschlands zu ändern. Ja, das wäre der Weg. Also ich bin aber auch so weit von mir aus, können wir ruhig jetzt Schluss machen. Je nachdem, wenn auch jemand von euch was Wichtiges sagen will. Und ansonsten kann ja der ÖFF die Verabschiedung machen für heute. Ja, ihr Lieben, dann mache ich die Verabschiedung. Und ja, also es war wieder sehr spannend und gerade für das Letzte, wo Louis jetzt noch gefragt hat, wie kann er denn bei der Basis dann die tollen Frauen für sein Kommuneprojekt gewinnen, hätte ich ja auch noch heiße Tipps. Ne? Ihnen einfach sagen, Sie können sich mal den heutigen Verantwortungstreff-Talk anhören. Also mein Tipp erinnert mich sehr stark daran, dass ich früher schon Verbündeten, also einen, der fängt mit U an, habe ich gesagt, als der meinte, er findet keine Frauen, habe ich gesagt, ja, also damit man nicht hinterher auf die Nase fällt, weil es gar keine Frauen sind, mit denen man da was anfangen kann. Damit man nicht auf die Nase fällt, sollte man gründlich sein. Also ich würde empfehlen, statt mit den Frauen spazieren zu gehen, statt ins Kino zu gehen, statt was Leckeres zu essen oder was weiß ich zu machen, ihnen gleich zu sagen, lasst uns gemeinsam mal das Verantwortungsbuch durchlesen, was da auf der Lenitopia-Seite ist, dieses Bildung für ganzheitliche Nachhaltigkeit bzw. globale Verantwortung. Man findet dann Frauen, mit denen man wirklich hinterher ganz viel anfangen kann, nur weil wie vielen der Tipp greift und sie nicht sofort die Flucht ergreifen, das ist natürlich die spannende Frage bei all dem. Ja, gut, aber man muss halt tun, was man kann und man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ganz herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Und wenn jetzt nicht noch einer was sagen will, wäre das dann die Verabschiedung. Tschüssi, bis bald. Tschüssi. Tschüss, also lieber Dylan, wie komme ich jetzt in die Basis? Ja, einfach mal googeln. Googeln, garantiert. Du bist viel zu leise, Dylan. Garantiert gibt es in deiner Nähe eine Ortsgruppe der Basis, irgendeinen Kreisverband der Basis und dort einfach da bei den Treffen dabei sein. Die sind wohl überall mittlerweile recht rührig. Welches Bundesland bist du? Mecklenburg-Vorpommern? Ja. Da ist ganz viel los bei der Basis. Ganz viele nette Frauen und Leute und Männer.
die auch interessiert sind, doppelschienig zu fahren, also Partei und Kommune eventuell. Ja, das ist eine super Idee. Tschüssi. Okay, danke, dann schönen Abend. Tschüssi. Mach's gut, sorry. Tschüss. Tschüss.